Hallo und herzlich willkommen zur vierten Reihe der IDA-Flieg-Vorträge. Die 10 akademischen Fliegergruppen haben die Entwicklung von Segelflugzeugen unglaublich geprägt. Wir möchten heute über die Entwicklung der letzten Jahrzehnte sprechen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich wie die letzten Wochen auch in die Kommentare schreiben. Wir sortieren die dann und sie werden gegen Ende des Vortrags beantwortet. Wir haben heute vier sehr spannende Referenten. Zum einen Professor Rolf Radespiel, Alumnus der AKFlieg Braunschweig, Leiter des Instituts für Strömungsmechanik an der Technischen Universität Braunschweig und Präsident der OSTIF. Dann Michael Greiner, Alumnus der AKFlieg Stuttgart, arbeitet in der Arbeitsgruppe Laminarwindkanal am Institut für Aerodynamik und Gasdynamik an der Uni Stuttgart und ist Chairman des Sailplane Development Panels der OSTIF. Hallo. Johannes Achleitner, Alumnus der AKFlieg München, forscht im Flugzeugentwurf am Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme der Technischen Universität München. Und Holger Massow ist zuständig für Musterzulassung, Sachgebiet Segelflugzeuge, Motorsegler beim Luftfahrtbundesamt. Außerdem Alumnus der AKFlieg Darmstadt. Hallo. Kurz vielleicht zur Motivation, was wir heute so ein bisschen vorhaben. Es ist ja so, wenn man ein Segelflugzeug entwerfen möchte, dann versucht man einen hohen Auftrieb bei geringen Geschwindigkeiten zu realisieren für den Steigflug und einen geringen Widerstand bei hohen Geschwindigkeiten für den Vorflug. Das natürlich unter Einhaltung der Bauvorschrift, dass die Sicherheit auch gewährleistet ist. Diese aerodynamischen Verbesserungen basieren aber immer auf einer Minimierung von verschiedenen Widerständen. Da würde jetzt mal meine Anfangsfrage an den Johannes gehen, ob er kurz umreißen kann, von welchen Widerstandsarten wir denn hier sprechen. Ja, also grundlegend ist es so, man kann natürlich sich angucken, an welchem Ort am Flugzeug der Widerstand entsteht, also am Flügel, am Rumpf, am Leitwerk oder an den Übergängen, an den auftriebserzeugenden Flächen, also am Flügel bzw. an den Leitwerken, kann man die Widerstände immer einteilen in Profilwiderstand und induzierten Widerstand. Und an den Übergängen dazwischen ist das immer dann ein Interferenzwiderstand. Also wenn ich Flügel und Rumpf isoliert betrachte, dann hat es und die Widerstände addiere, dann hat es entweder mehr oder weniger Widerstand als die Verschneidung zwischen Rumpf und Flügel. Und dieser Widerstandsunterschied nennt man eben Interferenzwiderstand. Und am Flügel oder an den auftriebserzeugenden Flächen ist es so, also der Flügel, man kann sich das so vorstellen, der Flügel ist eigentlich ein Gerät, der wahnsinnig effizient eine große Menge Luft nach unten wirft. Also das ist wie wenn man auf Inline-Skates steht und einen schweren Medizinball hat und den von sich wegwirft, dann übt der Medizinball eine Kraft auf mich aus. Und genau so wirft die nach unten geworfene Luft, die übt eine Kraft auf das Flugzeug auf und das ist die Auftriebskraft. Und neben dem Flugzeug wird eben keine Auftriebskraft erzeugt. Und das heißt, hinter dem Flugzeug gibt es einen sogenannten Downwash und der erzeugt einen Wirbel am Randbogen. Also eigentlich ist eine Wirbelschicht, die geht über den ganzen Flügel hinaus und an den beiden Randbögen, das kennt jeder Segelflieger, entstehen diese schönen Doppelwirbel und das ist der induzierte Widerstand. In diesen Wirbeln steckt Energie drin und die Energie, die holt sich der Wirbel sozusagen vom Flugzeug und das macht sich dann in einer erhöhten Sinkrate bemerkbar. Und den Profilwiderstand bei den auftriebserzeugenden Flächen, den kann man auch aufsplitten. Also das ist sozusagen ein bisschen die physikalisch basierte Aufsplittung des Widerstands. Das eine ist eben der Reibungswiderstand. Also jeder weiß, wenn die Luft tangential über eine Oberfläche strömt, dann gibt es eine Grenzschicht. Das heißt, an der Oberfläche direkt ist die Strömungsgeschwindigkeit 0. Und knapp weg davon geht die Strömungsgeschwindigkeit hoch bis zur vollen Fluggeschwindigkeit sozusagen oder eine Geschwindigkeit, die nahe an der Fluggeschwindigkeit liegt. Und das erzeugt eine Reibung und diese Reibung hält das Profil zurück und ist eben der sogenannte Reibungswiderstand. Und darüber hinaus gibt es noch eine zweite Widerstandskomponente, das ist der Druckwiderstand, der sogenannte Druckwiderstand. Und der Druckwiderstand, der macht sich eben dadurch bemerkbar, dass sozusagen
auf der nach vorne gewandten Seite des Profils der Druck etwas höher ist wie auf der nach hinten gewandten Seite des Profils. Und das entsteht dadurch, dass die Grenzschicht immer von vorne nach hinten immer dicker wird. Und ja, diese beiden Widerstandskomponenten, die muss der Aerodynamiker balancieren, sodass sich in Summe ein möglichst geringer Widerstand ergibt. Beim Reibungswiderstand gibt es noch was zu sagen. Also das kennt auch jeder Segelflieger. Man spricht von laminarer Grenzschicht und turbulenter Grenzschicht. Und ja, die laminare Grenzschicht kennt jeder. Also die Strömung gleitet sozusagen in einer schichtartigen Bewegung ganz glatt aneinander ab. Und die turbulente Grenzschicht, da gibt es eine chaotische Verwirbelung. Und die turbulente Grenzschicht hat einen deutlich höheren Reibungswiderstand wie die laminare. Also da spricht man circa von einem Faktor 4 bis 5 bei einer ebenen Platte Grenzschicht circa. Und der Übergang zwischen diesen zwei Zuständen nennt sich eben Transition. Und das passiert in relativ kurzer Distanz, also das sind wenige Millimeter am Profil. Und nachdem ja die laminare Grenzschicht so viel weniger Widerstand oder Reibungswiderstand erzeugt wie die turbulente, versucht der Aerodynamiker diesen Transitionspunkt so weit nach hinten zu verschieben, wie nur möglich. Und genau, aber wie gesagt, also das ist immer so ein Optimierungsproblem. Wenn man zu lange laminare Laufstrecken hat, dann kann es sein, dass dann zum Beispiel der Druckwiderstand wieder größer wird. Ja, so viel mal zu diesem Überblick. Rolf, wenn du jetzt diese Grundlagen, die der Johannes eben aufgezeigt hat, nimmst und wir so ganz langsam in den Flugzeugbau wirklich einsteigen wollen, deine Ackerfliegzeit ist ja jetzt dann doch schon ein bisschen her. Wie ist man denn, sag ich mal, vor ein paar Jahrzehnten noch den Flugzeugbau angegangen? Ja, für die, man sieht ja schon, da gibt es viel zu berechnen. Es gibt auch viel zu verstehen. Aber vor 40 Jahren, als ich studiert habe und in der Ackerflieg war, da gab es nur ganz einfache Berechnungsmethoden. Die basierten auf sehr einfachen physikalischen Modellen. Und wenn es Berechnungsmethoden waren, die auf einem Computer liefen, dann wurden sie auf Terminals im Batch-Modus betrieben. Da hatte man nur die Tastatur und so ein Terminal und konnte dann einen Job abschicken. Es gab keine Benutzeroberfläche, es gab keine Maus. Und so war jeder Rechenlauf eigentlich kostbar. Tatsächlich in den 1970er Jahren, als ich studiert habe, da musste man Lochkarten zum Rechenzentrum bringen, um so einen Lauf zu machen. Das heißt, es gab auch kein CAD. Und deswegen hatten wir nur einfache aerodynamische und strukturmechanische Modelle. In der Strukturmechanik waren es Sachen, die man mit dem Taschenrechner ausrechnen konnte. Balken, Schalen und Schubfelder. Und deswegen gab es beim Bau auch nur Handskizzen. So, jetzt also in der Aerodynamik und auch in der Strukturmechanik gab es dafür intensive Diskussionen zwischen allen Beteiligten, ob diese Modelle im Einzelfall anwendbar waren oder nicht. Und deswegen brauchte man auch den Ansatz, schnell Versuche zu machen, um in wenigen Tagen oder in wenigen Wochen auszuprobieren, ob irgendetwas funktionierte oder nicht mit diesen einfachen Modellen. Und dieses Wechselspiel von Diskussionen, einfachen Modellen und Versuchen, die hat dann also den Fortschritt beim Bau von Segelflugzeugen sehr befördert. Ja. Und der aerodynamische Ingenieur, der hat sich quasi, um sich selbst zu helfen, dann in die Strömung hineinversetzt und wusste, was der Strömung gefiel und was ihr nicht gefiel. Durch seine Erfahrung, durch Theorie und Versuche, war er sozusagen ein Bindeglied zwischen den beiden, dem Medium der tatsächlichen Umströmung und den einfachen Versuchen, etwas mit einfachen Modellen aus der sogenannten Potentialtheorie und Grenzschichttheorie zu erklären. Und das hat sehr gut funktioniert damals. Genau da möchten wir jetzt auch so ein bisschen anknüpfen. Vielen Dank schon mal für die Einleitung. Also es wird heute darum gehen, dass wir zum einen Flügel optimieren wollen oder darüber sprechen, wie man Flügel optimiert und darüber sprechen, wie man Rümpfe optimiert und dann auch ein bisschen darüber, wie man zum Beispiel einen Rumpfflächenübergang optimieren kann. Wir werden geschichtlich eben genau da anfangen, wo der Rolf das eben gesagt hat, dass man sich mit einfachen Rechnungen versucht hat, einfache Probleme zu lösen und dann so ein bisschen vorhangeln zu auch zum Beispiel Simulationsmethoden.
bei der Optimierung von Tragflügeln würde ich jetzt meine Eingangsfrage an den Holger richten. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Durchbruch in der Entwicklung von Tragflächenprofilen? Also gerade im Segelflugbereich ist so der entscheidende Schritt gewesen, die Einführung von sogenannten Laminarprofilen. Der Johannes hat es ja erst schon erklärt, den Unterschied zwischen laminarer Strömung und turbulenter Strömung. Und wie der Name Laminarprofil halt schon sagt, da steckt Laminar drin. Man versucht also, eine möglichst lange laminare Laufstrecke zu erreichen, sodass der Umschlagpunkt von Laminar auf turbulente Strömung möglichst spät passiert und dadurch halt ein möglichst geringer Widerstand am Profil oder am Flügel herrscht und somit natürlich auch das Flugzeug oder das Segelflugzeug eine möglichst hohe Leistung hatte. Charakteristisch ist eigentlich für dieses Laminarprofil oder für die Laminarprofile, dass sie eine relativ große Dickenrücklage haben. Also wenn man sich mal so einen Schnitt von so einem Profil anguckt, vom alten Holzflugzeug, da sieht man eigentlich, dass die größte Dicke des Profils relativ weit vorne ist. Irgendwo meist so beim Drittel ungefähr der Flügeltiefe oder Profiltiefe. Und wenn man sich mal ein moderneres Profil, ein Laminarprofil anguckt, sieht man, dass die Dickenrücklage deutlich weiter hinten ist. Und so quasi als gute Näherung, als Laie kann man ungefähr so abschätzen, dass dadurch auch die laminare Laufstrecke länger ist an diesem Profil. Das Problem dabei ist natürlich, ich kann diese Dickenrücklage nicht beliebig machen. Ich muss das Profil irgendwann schließen. Und vor allen Dingen, ich darf den Druckgradienten nicht zu steil haben. Also ich darf die Änderungen nicht sehr schlagartig haben. Und deswegen bin ich halt in meinem Bauraum halt auch begrenzt, wo ich die Dicke hinsetze. Weil wenn ich einen zu starken Druck und, Druckdifferenz hätte, dann würde es halt die Gefahr der Ablösung bestehen. Und so versucht man halt ein Profil zu entwickeln, wo die Lauflänge möglichst laminar ist, was natürlich dann auch wieder hohe Anforderungen an den Bau und an die Profilgenauigkeit stellt. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Punkt, wenn man sich ein Segelflugprofil oder Segelflugflügel anguckt, haben die meist eine deutlich bessere Oberflächenqualität als zum Beispiel, wenn man jetzt neben dem Motorflugzeug steht, wo man dann noch Nieten sieht oder auch durchdrückende Rippen. Ich glaube, das ist jedem, der den Profil sieht, sofort klar, dass diese laminaren Profile, die wir im Segelflug verwenden, halt deutlich bessere oder deutlich höhere Anforderungen an die Oberflächengenauigkeit haben. Da würde ich jetzt auch noch mal kurz einhaken. Wir haben das Ganze immer mit so ein paar Beispielen aus eben Prototypen der IDA-Fleet gespickt. Da wäre jetzt der erste, die MÜ 22 der AK-Fleet München, die ihren Erstflug 1954 hatte. Ein Holzflugzeug eben schon mit Laminarprofil, was wahnsinnig aufwendig zu bauen ist. Davon gibt es zwei Versionen, die MÜ 22A und die MÜ 22B. Letztere fliegt sogar aktuell noch in Königsdorf. Da würde ich jetzt den Johannes fragen, wieso lassen sich denn Laminarprofile nur so schwer in Holzflugzeuge integrieren? Wo liegt denn da das Problem? Ja, also wie der Holger schon eingangs erwähnt hat, ist ein Laminar oder die laminare Strömung sehr sensitiv auf Oberflächenungenauigkeiten. Also wenn ich einen Stoß habe oder einen Spalt oder ein Niet oder zum Beispiel eine Naht von einer Bespannungsvernähung, dann schlägt die Strömung sofort von Laminar auf Turbulent um und man kann sich vorstellen, ein Laminarprofil, das turbulent betrieben wird, ist noch schlechter als ein turbulentes Profil, das turbulent betrieben wird und ist deswegen auch empfindlicher. Und wie gesagt, also es sind wenige Zehntel Millimeter, die schon reichen, um die Transition auszulösen. Und sowas ist bei einem Holzflugzeug einfach schwierig zu realisieren. Wenn man sich vorstellt, also Teile vom Flügel sind bespannt, und wo die Bespannung beginnt, dort ist immer eine Konturunstetigkeit, sowas ist natürlich schlecht. Man hat das bei der MÜ 22 auch versucht, eben mit einem Holzflügel eine saubere Oberflächengüte hinzubekommen. Und das ist auch sehr gut gelungen. Also wenn man den Flieger am Flugplatz sieht, die Oberfläche ist zwar merkbar welliger wie von einem modernen Kunststoffflugzeug, aber doch im Vergleich zu einer K8 oder K6, wie man es so kennt,
doch sehr, sehr glatt. Und da gibt es auch ein Bild vom Bau von der Mütze 22. Und die haben immens kleine Rippenabstände verwendet. Also das sind Rippenabstände im Bereich von 100 mm. Der Flügel ist voll beplankt, also sehr, sehr aufwendig in der Bauweise. Der Flügel ist dann auch dadurch natürlich etwas schwerer geworden wie ein klassischer Holzflügel mit größerem Rippenabstand und Bespannung. Ja, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die Festigkeit. Also Holz hat nicht so eine hohe spezifische Festigkeit, also gewichtsbezogene Festigkeit, wie die modernen Faserverbundwerkstoffe. Und deswegen bei gleicher Abflugmasse vom Flugzeug muss der Flügel deutlich dicker werden, also die Profildicke ist deutlich höher. Und wir wissen alle, bei den modernen Flugzeugen, da haben wir es mit ganz dünnen Profilen zu tun. Es geht teilweise schon unter 13% Profildicke. Und bei einem Holzflugzeug mit gleicher Abflugmasse und gleicher Flächenbelastung wäre das einfach nicht machbar. Und deswegen braucht man dazu auch den moderneren Werkstoff, um diese Leistungen umsetzen zu können. Also es gibt auch eine gewisse Verbindung zwischen Werkstoff und aerodynamischer Leistung an der Stelle. Weil wenn der Werkstoff mehr Festigkeit hat, dann kann ich dünner bauen, kann ich schlanker bauen und so einfach umspülte Oberfläche sparen. Und umspülte Oberfläche, Reibungswiderstand, ist dann natürlich, schlägt sich auf den gesamten Flugzeugwiderstand aus und damit eben auch auf die Gleitleistung. Da hat dann tatsächlich die Ackerflieg Stuttgart auch daran angeknüpft mit ihrem Erstflug 1957 von der FS-24. Das erste Flugzeug überhaupt aus faserverstärktem Kunststoff hatte damals ein GfK-Walter-Sandwich und wurde in eine Negativform laminiert. Michael, im Hinblick auf die FS-24, welche Schwierigkeiten würdest du denn sagen, traten damals bei diesem Flugzeug auf oder was war denn das Besondere? Ja, also da hat sich der der Richard Eppler, der Hermann Egli und der Rudi Lindner, die das Flugzeug entwickelt haben, die waren eigentlich schon etwas älteres Semester, aber haben es doch im Rahmen der Ackerflieg dann gemacht. Richard Eppler, der hat schon länger an Laminarprofilen entwickelt und die wollten ein Flugzeug bauen, in dem sie das wirklich umsetzen konnten. Und wie es gerade schon hieß, mit einem Laminarprofil brauche ich eine besonders hohe Formtreue und auch eine besonders glatte Oberfläche. Und da kam letztlich die Entscheidung, diesen neuen Werkstoff Glasfaser zu verwenden. Der kam da eigentlich mehr aus der Anforderung, dass man diese Oberflächen erreichen kann, gar nicht mal so sehr aus der besonderen Festigkeit. Und die drei haben also in 1955er Jahren dieses Flugzeug gebaut und damit im Prinzip den Quantensprung im Segelflugzeug ausgelöst, weil einfach durch diese Glasfaserbauweise es möglich war, in einer sauber perfekt vorbereiteten Negativform den Flügel einzubauen und damit ohne Spachteln, ohne den ganzen Aufwand, den man in diesen anderen früheren Holzflugzeug-Laminarflügeln gemacht hat, direkt ein sauberes Profil mit einer guten Oberfläche und vor allem ein Profil, das dann auch über lange Jahre an dem Flugzeug stehen geblieben ist, ohne dass man da jetzt dann nochmal irgendwie viel dran hat reparieren müssen. Das haben sie eben geschafft zu machen und im Prinzip ist das ein Quantensprung gewesen wie vom Hangwind in die Thermik oder das Variometer. Also innerlich muss man sagen, war es natürlich, hat der Phoenix immer noch viele Anleihen von so einem Holzflugzeug, da sind auch noch ziemlich viele Rippen innen drinnen. Da wusste man halt einfach noch nicht so, was man diesem neuen Material zumuten kann. Aber da kam ja dann bald die Ackerflieg Darmstadt mit der D36. Da kann ja vielleicht der Holger auch noch was dazu sagen. Ja, gerne. Also hier auf dem Bild sieht man schon die D36. Das war der erste Prototyp der Ackerflieg Darmstadt, der komplett in Faserverbundbauweise gebaut wurde. Und vor allen Dingen, er war ziemlich erfolgreich.
Was man aber sofort eigentlich sieht, wenn man diesen Flieger anguckt, der hat so die typischen Merkmale, wie wir heute ein Segelflugzeug kennen. Also wir haben eine liegende Sitzposition, also eine halbliegende Sitzposition für den Piloten mit einer großen eingestrahlten Haube, also nicht mehr wie bei so einer K8, so eine Bubble-Haube, sondern die Haube ist jetzt wirklich in die Rumpfkontur eingepasst. Wir haben schlanke Flügel mit hoher Streckung, schlanken Rumpf, der sich einschnürt, nicht mehr diese großen, teilweise sogar noch Stahlrohrrümpfe, wie man es auch bei der K8 oder K13 kennt, die dann noch irgendwie eckig sind, sondern wirklich aerodynamisch schöne, schlanke Rümpfe. Man sieht eigentlich das T-Leitwerk jetzt, was früher in der Holzbauweise nie oder so gut wie nie verwendet wurde, was sich aber mittlerweile komplett durchgesetzt hat. Und also man erkennt an diesem Flugzeug so die typischen Merkmale wieder, wie wir ein Segelflugzeug die letzten 50, 60 Jahre gebaut haben. Und das geht halt auch zum Großteil auf die D36 zurück. Und neben dem rein konstruktiven Aspekt, den man da an der D36 sehen kann, spielt da auch noch ein menschlich eine wichtige Rolle, weil an diesem Prototypen halt 4 Konstrukteure mitgewirkt haben, die den Segelflugbau oder die Segelflugentwicklung dann maßgeblich geprägt haben. Das waren zum einen der Wolf Lemke, der dann später zur LS gegangen ist, dort Flugzeuge entwickelt hat. Der Gerd Weibel, der dann zu Schleicher gegangen ist, dort Segelflugzeuge gebaut hat. Der Klaus Hollinghaus, der dann zu Champert gegangen ist. Und der Heiko Fries, der zum LWA gewechselt ist und dann quasi auf Seiten der Behörde auch die Entwicklung und diese neuen Werkstoffe, Phase Verbund und die neuen Bauweisen quasi zulassungstechnisch begleitet hat. Ja, vielen Dank. Wir haben uns jetzt bisher so ein bisschen mit laminaren Strömungen beschäftigt. Das ist eher so eine 2D-Druckverteilung. Wenn man das Ganze jetzt um die Auftriebsverteilung ergänzen möchte, Stichwort Spannweitenerweiterung, was für Schwierigkeiten würde denn da auftreten? Rolf, diese Frage würde ich an dich stellen. Ja, das war natürlich das zweite Ziel, nicht nur Laminarprofile zu haben, sondern den gesamten Widerstand herunterzubringen. Und da wurde ja vorhin schon deutlich gemacht, es gibt noch andere Widerstandsanteile, insbesondere den induzierten Widerstand, neben dem Profilwiderstand, der bei solchen Segelflugzeugen eine große Rolle spielt. Und da gibt es eine primäre Größe, mit der man den induzierten Widerstand möglichst klein kriegen kann. Das ist die Spannweite bei einem gegebenen Flugzeug. Je größer die Spannweite, desto kleiner der induzierte Widerstand als erst wichtiger Effekt. Die nächstwichtigeren Effekte sind, dass man dann für die gegebene Spannweite auch noch eine bestimmte Form der Auftriebsverteilung entlang der Spannweite erreichen kann. Und dafür ist im Wesentlichen wichtig der Grundriss des Flügels. Der muss nämlich nahe an einer Ellipse liegen. Und dass man durch die anderen Anbauten, nämlich den Rumpf, nicht diese Auftriebsverteilung irgendwie stört. So, und das bringt einem dann sofort an den Punkt, dass halt der Rumpf und der Flügel zusammen auch den induzierten Widerstand beeinflussen. Der andere Aspekt bei der Spannweitenvergrößerung, so wie sie dann Ende der 1960er Jahre, auch schon also vor langer, langer Zeit, durch die IDA-Fleaks erfunden wurden, ist dann, dass man ein Problem hat, diese große Spannweite zu bauen. Und natürlich, damals waren ja die Fortschritte möglich. Man hat also versucht, von 18 Meter, 20 Meter den nächsten Schritt gleich zu praktisch fast 30 Metern zu machen. Und das hat dann bei der Ackerflieg Braunschweig zu der berühmten SB-10 geführt. Ein Flugzeug, das entweder mit 26 Metern zweisitzig oder 29 Metern einsitzig geflogen werden konnte und somit fast die doppelte Spannweite hatte wie herkömmliche Flugzeuge. Und das ging dann auch nur noch aus guten Gründen mit einem viel steiferen Werkstoff, nämlich mit kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Weil wenn man ein solches Flugzeug mit einer sehr großen Streckung des Flügels, also die relative Flügeltiefe im Vergleich zur Spannweite, mit Glasfasern bauen will,
dann hängen die Flügel sozusagen bei Start und Landung, beim Ausrollen oder beim Anschleppen so nahe am Boden, dass man die eigentlich nicht mehr ordentlich hantieren kann. Und auch im Fluge entsteht dann das Problem, dass sich der Flügel unglücklich oder unvorteilhaft verformen kann, sodass auch dort dann Nachteile zu sehen sind. Und deswegen wurde das erste Flugzeug, was je als überhaupt als Flugzeug eine Primärstruktur hatte, also einen Flügelbauteil aus Kohlenstoff hatte, war die SB-10 zum damaligen Zeitpunkt. Worauf die Ida-Flieg und die Acker-Fliegs sehr stolz sind, dass sie das erste Flugzeug in die Luft gebracht haben auf der Welt, was mit kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff ein primäres Bauteil, in diesem Fall das Mittelstück dieses großen Flügels, hatte. Vielleicht dazu noch ein paar Worte. Also man hat damals die SB9 genommen, der vorherige Prototyp der Acker-Flieg Braunschweig, und hat da eben nochmal ein 8,75 Meter langes und 170 Kilo schweres Mittelstück ergänzt. Damit würde ich auch so ein bisschen überleiten. Wir haben uns jetzt ganz viel mit Tragflügeln beschäftigt. Es gab aber auch immer wieder Ideen, wie man die Randeffekte dieser Tragflügel eben noch optimieren kann. Da würde ich auch die nächste Frage an den Rolf stellen. Welchen Einfluss haben Winglets auf die Abwägung zwischen reduziertem induziertem Widerstand und erhöhtem Druck- und Reibungswiderstand? Ja, ich hatte ja eben schon erwähnt, die günstigste Form eines Tragflügels, Grundrisses, das sieht man hier auch, ist eine längliche Ellipse. Und jetzt gibt es aber bei dieser länglichen Ellipse, wenn man die verwirklichen kann, dann ist der größte lokale Einfluss des Widerstands, der dann noch entsteht, an der äußeren Flügelspitze. Dort ist nämlich der nachteilige Effekt des Ausweichens der Strömung um den Flügel herum, von unten nach oben, am stärksten. Und dann hat es sich gezeigt, dass wenn man jetzt zusätzlich ein kleines Flügelchen anbringt, was diesen Effekt des Randwirbels, der auch vielen bekannt ist, dass es ihn gibt, dieser Zug, der starke Wirbel, der entsteht hinter dem Randbogen des Segelflugzeugs, und natürlich entsteht der nicht nur an Segelflugzeugen, sondern auch an Motorflugzeugen, an großen Verkehrsflugzeugen, den kann man halt wesentlich abmindern, indem man einen weiteren, meistens senkrecht angeordneten oder schräg angeordneten Flügel anbaut, das ist dann das Winglet. Und mit diesem Bauteil kann man halt diesen relativ konzentrierten Randwirbel ein wenig in die Länge ziehen. Und auf diese Weise kann man auch zeigen, dass man den nachteiligen Effekt dieser Randwirbel wesentlich verringern kann, mit dem Ergebnis, dass so ein Flugzeug dann eine etwas höhere Flugleistung besitzt als andere. Typischerweise ungefähr ist die Flugleistung um etwa 1% besser bei einem Segelflugzeug mit Winglet im Vergleich zu ohne Winglet. Und das ist der Fall bei großen Spannweiten, bei kleinen Spannweiten. Im Großen und Ganzen ist so etwa 1%, vielleicht maximal 2% mit einem gut ausgestalteten Winglet zu holen. Holger, an ganz, ganz vielen Flugzeugen, die jetzt mittlerweile auch schon etwas in die Jahre gekommen sind, werden jetzt gerade Winglets nachgerüstet. Kannst du vielleicht so ein bisschen was dazu sagen, was denn so eine Nachrüstung erfordert? Ja, also wie gesagt, Rolf hat ja schon erklärt, Winglets machen Leistungsgewinn. Bei neuen Flugzeugen ist es eigentlich Standard, dass der Tragflügel schon mit Winglets ausgelegt ist. Da hat es der Konstrukteur natürlich ein bisschen einfacher, weil er sie gleich von vornherein mit berücksichtigen kann. Bei alten Flugzeugen, wo dann im Nachhinein der Wunsch besteht, dort nachträglich Winglets anzurüsten, gibt es aber halt einige Punkte, die dann beachtet werden müssen. Also zum einen ist das die Festigkeit. Wenn die Leistung halt besser wird, das heißt, da muss auch irgendwie die Aerodynamik beeinflusst werden, und wenn die aerodynamischen Kräfte beeinflusst werden, dann hat das auch Auswirkungen auf die strukturellen Belastungen. Da kann man so ganz grob abschätzen, dass so ein Winglet 1-5% mehr Wurzelbiegemoment verursacht. Das heißt, also der Flügel wird stärker beansprucht auf Biegung. Und da ist natürlich die Frage, kann der Holm, wie er damals ausgelegt wird, dieses höhere Biegemoment überhaupt verkraften? Das heißt, man muss erstmal die Festigkeiten überprüfen. Was man auch berücksichtigen muss, ist, je nachdem, wo man das Winglet anbringt,
beziehungsweise wie man das Winglet geometrisch gestaltet, dass man eventuell auch die Torsion des Flügels noch beeinflusst und das eventuell auch berücksichtigen muss, dass jetzt auf einmal ein anderer Lastfall dimensionieren wird. Also man muss auf alle Fälle die Festigkeit berücksichtigen und das geht eigentlich nur, wenn man Zugriff auf die alten Auslegungsunterlagen hat. Also rein privat jetzt nachträglich ein Winglet nachzurüsten, wird sehr schwierig. Mit Hilfe des Herstellers oder damaligen Konstrukteurs aber durchaus machbar. Was weiterhin eine große Hürde sein kann, ist halt die Untersuchung von Flattern oder der Flattereigenschaften. Oder besser gesagt, dass der Flieger nicht flattert, wenn ich da jetzt ein zusätzliches Winglet anbringe. Der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach. Ich habe halt beim Segelflugzeug diesen langen, relativ biegelweichen Flügel. Und jetzt genau am Ende dieses Flügels bringe ich eine zusätzliche Masse an, die natürlich mein Schwingungsverhalten vom Flügel negativ beeinflusst. Das heißt, ich muss zum einen berücksichtigen, dass die Flattersicherheit halt immer noch gegeben ist beim Flügel. Das kann man rechnerisch oder im Versuch machen. Und auf alle Fälle muss sowas auch im Flugversuch erprobt werden, was die Sache natürlich auch wieder recht aufwendig macht. Weiterhin hat so ein Winglet natürlich Einfluss überhaupt auf das Flugverhalten. Also es ist ja nicht nur die Leistung, es ist auch das Flugverhalten, was beeinflusst wird. Und das muss man natürlich auch nachträglich nochmal erproben in der Flugerprobung. Da geht es um so Punkte wie Stabilität und Steuerbarkeit, Überziehverhalten. In der Regel ist es eigentlich so, dass das Überziehverhalten durch Winglets besser wird oder gutmütiger wird und auch die Überziehgeschwindigkeiten in der Regel sinken, was eigentlich ein schöner Nebeneffekt ist, neben der Leistungssteigerung. Was man aber auch gucken muss, ist, wie ändert sich halt im Schnellflug das Verhalten von dem Tragflügel, wird der irgendwie zusätzlich tordiert. Und auch so Sachen wie Trudelverhalten oder Slippen, gerade beim Slippen, wenn der Winglet dann jetzt irgendwie das Querruder abschattet oder den Außenflügel abschattet, kann das durchaus negative Effekte haben, die halt vorher erprobt werden müssen. Und das Ganze muss dann natürlich auch irgendwo im Flughandbuch ergänzt oder dokumentiert werden, diese Änderungen. Und es zeigt sich also, es ist nicht nur einfach, oder was heißt einfach, also es ist nicht nur die Auslegung, die aerodynamische Auslegung des Flügels, sondern man muss halt viel mehr berücksichtigen, wenn man jetzt wirklich das Winglet in einen serienfertigen Zustand an diesen Flieger anbringen möchte. Finde ich persönlich wahnsinnig spannend, die Betrachtung, wie viel Aufwand man eigentlich treiben muss, um eben an einem Flugzeug ein Winglet nachzurüsten. Der nächste Randeffekt, den wir so ein bisschen betrachten wollen, ist die Grenzschichtausblasung. Da gibt es die SB-12 der Ackerfleeg Braunschweig, die damals das erste Flugzeug war, die den Profilwiderstand im Flug durch Blastubulatoren beeinflussen konnte. Der Erstflug war 1980, das Flugzeug basiert auf einer Hornet C. Im Bild sieht man es gerade. Michael, willst du umreißen, was so eine Grenzschichtausblasung eigentlich bewirkt? Ja, also die Grenzschichtausblasung, mittlerweile sieht man es an ziemlich vielen Flugzeugen. Das ist im Prinzip eine besondere Art von einem Turbulator. Turbulatoren haben wir haben es vorhin ja schon gehört, es gibt laminare und turbulente Strömung und dazwischen den Umschlag. Und jetzt auf dem Bild sieht man eben diese kleinen Löcherchen, das ist diese besagte Ausblasung. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass einem die turbulente Strömung lieber ist als die laminare, weil die turbulente Strömung nicht so leicht ablöst. Und eine laminare Strömung, wenn die ablöst und dann eine Ablöseblase bildet, das macht sehr viel Widerstand. Und um das zu verhindern, hat man üblicherweise Turbulatoren eingesetzt, die irgendwie außen auf die Oberfläche draufkommen, wie zum Beispiel Stolperdraht, Noppenbänder, Zackenbänder. Und bei der SB-12 wurde eben das erste Mal so ein pneumatischer Turbulator verwendet. Man sieht hier in diesem Bild ja so viele, eine Reihe von kleinen Löchern, die so üblicherweise 0,6 mm im Durchmesser haben. Und man sieht da einen Nackereinlauf. Und durch diesen Nackereinlauf strömt die Luft in diese, in dem Fall ist es eine Klappe, in diese Klappe rein, baut da einen gewissen Innendruck auf und durch diesen Innendruck strömt da überall diese Luftstrahlen raus. Und weil diese Luftstrahlen
jetzt sehr, die Aerodynamiker sagt, dreidimensional sind. Also es ist nicht irgendwo was Durchgehendes, sondern sind einzelne Strahlen, dann entstehen da Wirbelchen, die da um diese Strahlen drumherum. Und das ist eine sehr effiziente Art und Weise, wie man eine laminare Strömung zum Umschlag bringt. Und warum hat man das jetzt bei der SP12 so als was Besonderes ausprobiert? Es ist eben so, dass eine gut gemachte Ausblasung weniger Widerstand macht als jetzt zum Beispiel irgendein Zackenband. Und das auch, obwohl man ja bei einer Ausblasung dann noch den Widerstand von dem Einlauf mit berücksichtigen muss und dass man da Luft, die vorher eben einen Impuls hatte, die muss man abstoppen auf Null quasi und strahlt dann quer zur Strömung raus. Aber insgesamt ist es eben ein geringerer Widerstand und das heißt, ich kann eben ein Profil ein bisschen schärfer wieder auslegen und was meistens dazu führt, dass ich irgendwelche Ablösegefahr bekomme von Ablöseblasen, die dann in irgendwelchen Flugsituationen auftreten, im Langsamflug auf der Oberseite, im Schnellflug auf der Unterseite, und die kann ich dann mit so einem Turbulator mit der Ausblasung effizient stören. Man kann sogar noch ein bisschen weiter treiben, man könnte dann sogar hergehen und diese Ausblasung abschalten. Es wird, also im Serienflug kenne ich es nicht, aber es hat schon Leute gegeben, die da sowas vorgesehen hatten. Und was auch der Vorteil ist von so einer Ausblasung, wenn ich dann mal eine Blase habe und die dann ein bisschen vorwandert, über meinen Turbulator zum Beispiel, dann wirkt so eine Ausblasung immer noch, während wenn das Zackenband zu weit hinten liegt und schon in der Blase drinnen ist, dann ist das meistens völlig wirkungslos. Das war eben so der Gedanke von der SP12. Und da muss man auch sagen, hier, da haben die Braunschweiger was auf die Beine gestellt, was also tatsächlich dann übernommen worden ist von vielen Segelflugzeugherstellern. Johannes, warum glaubst du, hat sich das dann trotzdem nicht überall durchgesetzt? Ja, also da gibt es natürlich konstruktiv einige Schwierigkeiten. Also man hat die Klappe, die muss man als Blaskanal ausführen, wie der Michael schon eben gesagt hat. Und das ist natürlich technisch etwas aufwendiger, wie einfach so ein Zacken- oder Noppenband zu kleben. Und beim Wölbklappenflieger, bei modernen Profilen, ist der Turbulator normalerweise auf der Klappe. Und da kann man eben die Klappe schön als Blaskanal benutzen. Beim Standardklasseflieger, da ist der Turbulator normalerweise so bei 75-80% der Profiltiefe. Und im Querruderbereich ist es normalerweise noch vorm Querruder und im Nicht-Querruderbereich gibt es sowieso keine Klappe. Das heißt, da muss der Konstrukteur dann konstruktiv noch einen extra Kanal im Flügel vorsehen, den er dann mit Druck beaufschlägt. Und das macht die Sache natürlich etwas aufwendiger. Und was noch dazu kommt, ist natürlich die Gefahr, dass dass die Klappe oder dass die Löcher verschmutzen. Theoretisch könnte auch innen drin, da gibt es immer irgendwelche dünnen Durchführungen, wo die Luft durchströmen muss, das könnte theoretisch auch verstopfen. Sollte normalerweise nicht der Fall sein. Aber es ist, also zum Beispiel, wenn man so ein Flugzeug besitzt, dann muss man natürlich bei der Winterwartung, wenn man das Flugzeug poliert, immer wieder darauf achten, dass die Löcher frei sind. Und die muss man dann theoretisch, oder muss man auch mit einer Nadel oder so wieder freilegen. Was man da vielleicht noch dazu sagen muss, ergänzend zum Michael, also es ist vielleicht vielen Segelfliegern gar nicht bewusst, wie viel Widerstand durch so eine laminare Ablöseblase entsteht. Also Michael, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber es können durchaus so 5-6 Gleitzahlpunkte auch sein bei einem Standard, beim 15 oder 18 Meter Flieger. Und deswegen, wenn man zum Beispiel einen Flieger neu lackieren lässt, ist es ganz wichtig, auch wenn man, also moderne Flieger haben alle irgendeine Art von Turbulator auf der Flügelunterseite, dass man kontrolliert, dass dieser Turbulator auch an der richtigen Position sitzt. Beim Zackenband ist es nämlich so, wie auch Michael schon gesagt hat, wenn der zu weit hinten sitzt, dann wirkt er gar nicht mehr und dann hat man eben die 5-6 Gleitzahlpunkte Leistungseinbußen. Ja, vielen Dank. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit so
damit beschäftigt, wie man Laminarprofile optimieren kann. Es gibt noch eine ganz andere Idee. Das ist so ein bisschen ein Steckenpferd der akademischen Fliegergruppen, und zwar die veränderlichen Flügelgeometrien. Holger, willst du umreißen, was man da in etwa vorhat? Ja, also veränderliche Flügelgeometrie. Der Hintergrund davon ist, dass man durch die Änderung der Flügelfläche die Flächenbelastung variabel gestalten möchte und so quasi sich für die verschiedenen Flugsituationen den jeweils besten Zustand raussucht. Also jeder kennt das eigentlich, auch beim normalen Flugzeug. Am guten Tag packen wir uns Wasserballast rein in den Flügel, damit wir möglichst schwer sind, einen hohen Flächenballast haben. Das Problem ist aber, sollte das Wetter sich doch nicht so gut entwickeln, wie wir das eigentlich prognostiziert haben, müssen wir halt das Wasser entweder rauslassen, und wenn es dann doch wieder gut wird, haben wir keine Möglichkeit im Flug das wieder nachzutanken. Das heißt, wir haben also nur diese zwei Zustände, die wir einmal einstellen können. Und die Idee ist eigentlich, durch eine variable Flächengeometrie die Flächenbelastung ständig kontinuierlich anpassen zu können. Also dass wir beim Kurbeln eine niedrige Flächenbelastung haben, indem wir eine große Flügelfläche erzeugen, dadurch gut steigen können. Und im Vorflug, wo wir dann eine hohe Flächenbelastung haben wollen, die Flügelfläche verringern. Und dafür gibt es halt verschiedene Konzepte. Hier sieht man zum Beispiel schon die FS29, die sehr interessant ist. Da gehen wir jetzt gleich genauer drauf ein. Es gibt noch von der, also hier sieht man die FS29, die hat ja einen sogenannten Teleskopflügel. Das heißt, der Flügel kann sich in der Spannweite im Flug verändern. Also im Schnellflug eine geringe Spannweite und im Kurbeln dann mit großer Spannweite. Eventuell kann der Michael als Stuttgarter da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das bei der 29 funktioniert. Ich würde das vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellen. Also es gab ja, das war während der 70er Jahre zwischen den akademischen Fliegergruppen so ein, ja, da gab es zwei unterschiedliche Konzepte. Das eine waren die Stuttgarter eben mit diesem Teleskopflügel, wo man die Spannweite verändern konnte. Da konnte der Außenflügel des Vierteilingsflügels wie ein Handschuh über den Innenflügel gleiten. Das Flugzeug hängt mittlerweile im Deutschen Museum in Oberschleißheim. Es gab aber auch die SB-11 der Ackerflieg Braunschweig. Die wurde ziemlich genau zur selben Zeit gebaut, hatte den Erstflug 1978, hat im selben Jahr auch gleich die WM gewonnen und konnte eben die Tragflügelgeometrie dadurch verändern, dass es ein Flügelsement in Flügeltiefenrichtung gab, das rausgefahren ist. War außerdem das erste vollständig in CFK gebaute Flugzeug der Welt in Anlehnung an die SB-10, über die wir eben schon gesprochen haben, da eben die konsequente Weiterentwicklung. Da würde ich jetzt sowohl an Rolf als auch an Michael die Frage stellen, weil ihr eben aus Braunschweig und Stuttgart kommt. Was waren denn die Vor- und Nachteile von eurem Konzept jeweils? Ja, dann fange ich vielleicht mal eben an. Neben diesem primären Effekt, der eben von Holger erwähnt wurde mit der Flächenbelastung, gibt es ja noch weitere Effekte. Das eine ist, man kann durch die Flächenänderung das Profil mit verändern und damit das Flugzeug befähigen, einen höheren Auftriebsbeiwert zu erreichen und damit noch langsamer und besser und enger kurbeln zu können. Oder man kann halt, wie eben gesehen, auch die Spannweite vergrößern. Die Schule der SB-11 war jetzt, diesen Effekt der Profiländerung auszureizen. Und das bedeutete, man baut ein Profil an, was im Langsamflug eine höhere Wölbung hat. Und das erreicht man halt durch Hinausschieben einer Klappe nach hinten. Wenn man jetzt solche Klappen betrachtet, die nach hinten rausgeschoben werden, um gleichzeitig die Fläche zu vergrößern und auch die Wölbung des Flügels zu erhöhen, um somit einen höheren Auftriebsbeiwert zu liefern, dann gibt es in der Technik zwei verschiedene Klappen. Einmal die Fowler-Klappe, die ist an Großflugzeugen bekannt, und die schiebt eine Klappe hinaus und öffnet einen zusätzlichen Spalt. Das ist auch für den Auftrieb gut, aber für den Widerstand schlecht. Und bei Segelflugzeugen schiebt man eine Klappe raus, die aus einer Art Scheide kommt, wie ein Messer, und deswegen heißt das auch die Taschenmesserklappe, und das kann man entweder auf einer Teilspannweite oder auf der ganzen Teilspannweite tun, und das ist das Prinzip, was bei der SB-11 realisiert wurde. Nun bestand bei der SB-11 die Sorge,
dass dieses eine große Reibung am Flugzeug verursacht. Und das war dann der Grund, diesen Flügel brettsteif zu bauen, sodass durch die Verbiegung des Flügels während des Fluges keinesfalls dann eine Reibung zwischen dem feststehenden Teil des Flügels und dem verschieblichen Teil des Flügels auftritt. Und so wurde das ganze Flugzeug der SB-11 samt dem Flügel und den Querrudern aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff gebaut, um dieser Gefahr zu begegnen. Das war das erste Flugzeug, das so gebaut wurde. Und es hat auch prima hingehauen, denn durch die vielen Versuche, die man damals gemacht haben, und ich war da selbst dabei, ich war also einer der Erbauer dieses Segelflugzeugs SB-11, konnte man von vornherein auch abschätzen, dass das funktionierte und die verbauten Schienen in dieser SB-11, die passten sehr schön dass die Klappe der Verbiegung des Flügels selber an, sodass es außerordentlich einfach ist, diese ganze Klappe 25% oder 23% rauszufahren und wieder reinzufahren. Man zieht ein bisschen an dem Flügel und dann fährt diese Flächenklappe von selbst aus und ein praktisch. Ja, und der Effekt ist natürlich ein großer und deswegen braucht man auch ein großes Leitwerk, wenn man so ein Flugzeug baut, ein relativ großes Leitwerk, weil sich ja durch die stark ändernde Wölbung auch das Gleichgewicht der sogenannten Längsbewegung ändert und man deswegen mit einem relativ großen Höhenruderausschlag kompensieren muss. Die Flugeigenschaften ändern sich auch. Das Flugzeug ist im Langsamflug mit ausgefahrenen Klappen etwas träger als im Schnellflug. Und man muss natürlich in Kauf nehmen, dass jetzt im Langsamflug man zwar sehr eng steigen kann, aber ein etwas höheres Eigensinken des Flugzeugs hat, weil ja die sogenannte Streckung, also das Verhältnis von Spannweite zu Profilflügeltiefe, ein wenig ungünstiger wird. Und das ist halt der Preis, den man für die bessere Profilierung für den Langsamflug bezahlen muss. Soweit zur SB-11. Michael, möchtest du umreißen, was bei der FS-29 das Ziel war, das man erreichen wollte? Ja, gerne. Ich bin ja selber mal Flugzeugwart gewesen von der 29, kann nicht von mir behaupten, dass ich sie mitgebaut hätte. Aber bei der FS-29, bevor ich kurz da weiterkam, weil wir dieses Bild vielleicht später nicht mehr sehen werden, nochmal ein kurzer Hinweis auf diese stark eingeschnürten Rumpfröhre. Da würden wir später vielleicht auch nochmal drauf kommen. Das kann man sich schon mal ein bisschen im Gedächtnis behalten. Aber warum Teleskopflügel? Und da gibt es eine Formel, die ist für mich einfach die FS-29-Formel. An der kann man das einfach ganz wunderbar erklären. Und zwar, wenn man die Gleitzahl ausrechnen will im Geradeausflug. Kurvenflug ist natürlich noch wieder ein anderes Thema, da wird das Ganze ein bisschen komplexer, aber einfach um eine Idee zu bekommen, warum Teleskopflügel. Und diese Formel, die jetzt da zu sehen ist, da habe ich einen Bruch und unter diesem Bruchstrich stehen drei Terme. Und je größer die Summe aus diesen drei Termen wird, desto geringer wird die Gleitzahl. Also ich muss darauf aufpassen, dass keiner von diesen Termen durch die Decke geht. Und der erste Term ganz links, das ist der Beitrag vom induzierten Widerstand. Und da sieht man schon dieses Q, das da unten steht. Also es sind eigentlich nur ein paar von diesen Formelzeichen sind für uns interessant. Das Q, das ist der Staudruck. Der ist proportional zum Quadrat von der Geschwindigkeit. Also wenn ich schnell fliege, dann wird dieses Q sehr schnell groß. Und wenn ich langsam fliege, wird das Q sehr schnell klein. Und dieses Q, das steht in dem ersten linken Term, steht das mal im Nenner. Das heißt, dieser Term, der wird groß, wenn die Geschwindigkeit klein ist. Das erwarten wir auch, denn beim Langsamflug ist der induzierte Widerstand relevant. Und da sehen wir auch, dass das B, das ist die Spannweite, die steht da im Quadrat im Nenner. Und wenn ich diesen ersten Term klein machen will, dann brauche ich eine große Spannweite. Der zweite Term, der in der Mitte, das ist der Profilwiderstand. Deswegen das CWP, also der Widerstandsfreiwert vom Profil. Und hier steht eben der Staudruck oben im Zähler. Das heißt, dieser Term wird relevant, wenn ich schnell fliege. Und da steht aber auch das F und das ist die Flügelfläche oben. Das heißt, wenn ich schnell fliege, damit ich diesen Term klein mache, brauche ich eine kleine Flügelfläche. Und das ist das Ganze, der dritte Term, der ist einfach nur noch, da habe ich jetzt alles reingepackt, was Rumpfwiderstand und Leitwerkswiderstand und so weiter ist, der spielt da jetzt für die, der nicht unmittelbar mit dem Flügel zu tun hat.
Das heißt, diese Formel, die sagt mir, im Langsamflug brauche ich viel Spannweite, im Schnellflug brauche ich möglichst kleine Fläche. Und genau das war eben das Konzept von dem Teleskopflügel. Die FS29 kann ihre Spannweite von 13,3 Meter auf 19 Meter vergrößern. Und das ist eben eine sehr viel größere Flächenänderung, wie es mit einer Flächenklappe möglich wäre. Das sind von der kleinen Spannweite gesehen etwa 50% mehr Flügelfläche, die ich da haben kann. Dazu muss der Pilot, der hat an der linken Cockpit-Seitenwand, hat er einen Griff, der mit einem Getriebe verbunden ist. Und wenn der diesen Griff vor- und rückwärts fährt, dann fährt der Flügel raus oder rein, je nachdem, wie so ein Freilauf eingestellt ist. Das ist so ähnlich wie bei einer Ratsche. Und das ist der physikalische Hintergedanke von diesem Konzept. Man muss aber auch sagen, es hat auch seine Nachteile, das, worauf der Rolf gerade eingegangen ist, dass man eben auch das Profil auf den Auftriebsfreiwert anpassen kann, das entfällt da komplett, weil es einfach unglaublich schwer wäre, da jetzt in diesen Teleskopflügel noch eine Weltklappe mit reinzubauen. Das heißt, da muss man sich jetzt wirklich auf ein reines Startprofil festlegen, wobei man jetzt gegenüber einem Standardklasse-Flugzeug aber den Vorteil hat, dass man eben die Flächenbelastung verändern kann und dadurch braucht das Profil nicht eine ganz so breite Laminardelle zu haben und nicht einen ganz so großen Auftriebsfreiwertsbereich abzudecken. Das heißt, man kann auch wieder dieses Profil jetzt schärfer und widerstandsärmer auslegen. Bedeutet aber im Gegenzug, wenn da ein Pilot fliegt, dann muss der auch wirklich konsequent die Flügel rein- und rausfahren, sonst läuft er Gefahr, aus der Laminardelle rauszufallen, mit dem Preis, dass er eben höheren Profilwiderstand hat. Und das ist eben so der Nachteil an der 29, es kostet eben sehr viel Kraft, um diese Flügel immer rein- und rauszufahren. Genau. Johannes, würdest du sagen, dass es noch weitere Probleme mit veränderlichen Flügelgeometrien gibt, weil es ja doch letztendlich ein Phänomen ist, das bei den Prototypen der AK-Fleet geblieben ist? Also die Probleme bei den veränderlichen Flügelgeometrien, die zeigen sich vor allem bei den neuesten Projekten, die es in dem Bereich gibt. Zum einen ist das die FS36 von der AK-Fleet Stuttgart wieder. Die im Wesentlichen auch ein Flugzeug mit Flächenklappe ist, also mit 18 Meter Spannweite, Fly-by-Wire-Steuerung und extrem kleinem Flügel, also extrem kleine Flügelfläche, extrem hohe Flächenbelastung. Das ist auch so einer der Grundtrends in der Segelflugzeugentwicklung, dass die Flächenbelastungen immer höher werden und die sind derzeit auf jeden Fall einfach durch die Limits der Bauvorschriften begrenzt. Und die Probleme, die hier auftauchen, sind vor allem ganz banale Probleme. Also eines der Probleme ist ein ganz banales Problem. Der Platz für die Steuerung wird immer, immer kleiner. Also man hat kaum mehr Platz, um da irgendwelche Strohstangen unterzubringen. Bremsklappen, die Bauhöhen gehen im Bereich von 50 mm zurück und da muss man dann schon mehr als dreistöckige Bremsklappen machen, damit man noch eine vernünftige Bremsklappenfläche unterbringt. Das ist so mal das einfachste Problem. Ein weiteres Problem ist, dass der Flügel bei so einer Flächenklappe ja hinten nicht geschlossen sein kann. Also normalerweise gibt es bei einem Wölbklappenflugzeug vor der Wölbklappe im Flügel einen Steg, nennt sich typischerweise C-Steg, weil der ganz hinten ist, so wie A, B und C-Säule beim Auto. Dieser C-Steg sorgt beim normalen Wölbklappenflügel dafür, dass die Torsionszelle geschlossen ist. Und der Querschnitt, der verfügbar ist, sprich von der Profilnase bis zu diesem C-Steg, der ist maßgeblich für die Torsionssteifigkeit vom Flügel. Das heißt, im Umkehrschluss, so eine variable Flügelgeometrie oder so ein Flächenklappenflugzeug hat das Problem, dass der Flügel sich viel leichter tordieren kann. Und dann muss man schon entweder mehr Material reinpacken, dann wird es wieder schwerer, das Flugzeug. Oder man muss Hochmodul-Kohlenstofffasern verwenden, damit einfach der Flügel
ähnlich steif ist wie vorher, also wie beim konventionellen Flügel. Noch dazu der Schubmittelpunkt oder die elastische Achse verschiebt sich auch nach vorne bei so einem Flügel und das führt auch noch zu einer zusätzlichen Verdrehung. Da gibt es aber wiederum eine moderne Methode, mit der man dem entgegenwirkt. Also bei ganz modernen Flugzeugen, so als G32, glaube ich, Michael, oder? da wird sogenannte Aeroelastic Tailoring verwendet. Also man berechnet sozusagen die elastische Flügelverdrehung mit einem Finite-Elemente-Modell. Dieses Finite-Elemente-Modell ist wiederum gekoppelt mit einem Doublet-Lattice-Modell zum Beispiel. Und dann wird tatsächlich in verschiedenen Flugzuständen die Verdrehung des Flügels berechnet. Und wenn man diese Fasern, also die Kohlenstofffasern, wenn man die sind normalerweise in der Flügelschale plus minus 45 Grad Winkel verlegt, also so diagonal zur Flügeloberfläche. Diese Richtung, in das der Flügel in Spannweitenrichtung ist. Und wenn man diese Gewebelagen etwas aus der Richtung rausdreht, dann führt es zu einer Verdrehung des Flügels bei Durchbiegung. Und diese Verdrehung kann wiederum der elastischen Verdrehung entgegenwirken aus der Aerodynamik. Also das ist so eine Abhilfe. Dann gibt es natürlich auch noch weitere Probleme bei so variablen Flügelgeometriekonzepten. Das eine ist, ein weiterer Punkt ist einfach die Abdichtung von so einem Flügel. Also wenn der Flügel hohe laminare Leistung haben soll, dann sollen nirgendwo Luft ausströmen oder woanders einströmen. Und so ein Flügel ist natürlich etwas schwieriger abzudichten. Und ja, zum anderen, also ich arbeite auch gerade an so einem Konzept, allerdings nicht mit einer Flächenklappe, sondern mit einer formvariablen Flügelnase. Und da gibt es dann einen Spalt zwischen dieser formvariablen Flügelnase und dem feststehenden Flügelteil. Und das dichtet man auch ab mit so einem Mailerband, wie man es auch bei der Wölbklappe kennt. Da kommt die Strömung auch laminar drüber, wenn es wirklich sauber ausgeführt ist. Aber das muss eine sehr hohe Ausführungs- oder Bauqualität haben, damit da die Strömung eben nicht umsteht. Aber prinzipiell, also diese Flugzeugkonzepte, die ermöglichen vor allem eins, also in diese Formvariablen oder auch Flächenklappenkonzepte, die ermöglichen, dass die Flächenbelastung nochmal deutlich gesteigert wird. Also momentan fliegen wir mit Flächenbelastungen so im Bereich 55, 60 Kilogrammeter maximal rum. Und bei diesen Flugzeugen sind nochmal Steigerungen um bis zu 10 Kilogrammeter möglich und dadurch eben nochmal deutlich erhöhte Schnellflugleistung. Also das ist so das Potenzial. Und das ist auch das, was eine FS-36 zum Beispiel von der SB-11 unterscheidet. Also die SB-11 war sozusagen eine ASW-20 im Geradeausflug und eine K-8 beim Kurbeln, wenn ich das so sagen darf, Rolf, oder? Ja, ja, ganz richtig. Ja. Und die FS-36 und zum Beispiel auch das formvariable Konzept, das wir gerade betrachten, das geht in eine andere Richtung. Also da geht es eher in die Richtung, beim Steigen in der Thermik noch mitzuhalten oder auch gleich gut steigen wie die anderen. Aber dann im Geradeausflug umzuwölben oder die Flächenklappe einzufahren und dann mit 10 Kilogrammeter höherer Flächenbelastung sozusagen der Konkurrenz davonfliegen. Das ist sozusagen der Bringer von der FS-36 und auch von dem formvariablen Konzept gesichert. Wo du gerade aktuelle Projekte angeschnitten hast, ich kann den Zuschauern, die sich darauf interessieren, sehr, sehr die Website der AKFlieg Stuttgart ans Herz legen. Die FS-36 ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Projekt. Die Fly-by-Wire-Steuerung ist sogar LUFO gefördert. Die B14 von der AKFlieg Berlin geht auch in die Richtung, das soll ein 20 Meter Doppelsitzer mit Flächenklappe werden, die auch eine Teilautomatisierung der Steuereingaben hat. Also wer sich da informieren möchte, ist da bei den Webseiten wirklich sehr, sehr gut beraten. Da werden die Blogs regelmäßig aktualisiert und da kann man nachlesen, wo da die Fortschritte sind. Wenn wir über Erfahrungen mit Flächenklappen sprechen, da würde ich auch nochmal den Holger fragen wollen. Er kommt ja aus der AKFlieg Darmstadt. Die AKFlieg Darmstadt hat damals 1986 die D40 zum Erstflug gebracht. Ein 15 Meter Klasse Flugzeug mit Taschenmesserklappe. Und da würde ich ihn einfach mal um seine Erfahrungen fragen.
Ja, vorweg noch ein paar Details zur D40. Also die 40, du hattest schon gesagt, ist 86 Erstflug, hat er 86 den Erstflug, ist also so 80er Jahre Konzept. Die vorher genannten Prototypen aus Stuttgart und Braunschweig waren also ein bisschen eher dran. Man hat sich also in Darmstadt überlegt, ja, man will auch Flächenklappe probieren, aber man muss ja auch irgendeine Neuerung oder ein anderes Konzept haben. Und ist da auf diese Taschenmesserklappen gekommen, die quasi nur so dreiecksförmig ausfahren, was erstmal aerodynamisch im Vergleich zu den anderen beiden Konzepten schlechter ist, weil die Flächenänderung natürlich kleiner ist und auch die Flügelform nicht wirklich optimal ist, diese Dreiecksform im ausgefahrenen Zustand. Die hat aber einen entscheidenden Vorteil, und das ist, es ist konstruktiv einfach viel leichter zu realisieren. Ich habe also einen festen Drehpunkt außen am Flügel oder wo das Querruder beginnt. Da habe ich einen festen Drehpunkt und kann das quasi am Rumpf in einer Schiene geführt machen, sodass die ganze Mechanik deutlich einfacher wird als zum Beispiel diese Teleskopflügel bei der FS29. Und auch vom Festigkeitsproblem, was Rolf schon gesagt hatte, bei der SB11 oder besser gesagt dem Steifigkeitsproblem, dass sie so unheimlich steif machen mussten den Flügel, damit diese Fläche ein- und ausfahrbar ist, auch bei Durchbiegung. Das kann man so ein bisschen reduzieren, dadurch, dass ich halt einen festen Drehpunkt habe, um den ich die Klappe drehe und halt diese Schiene am Rumpf angebracht habe. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf zu dem Flieger, genau, dann sieht man halt, was auch noch ein Unterschied ist zu den anderen Konzepten. Man hat hier nicht zwei Geometrien eingefahren und ausgefahren, sondern hat man noch eine dritte Raste realisiert. Also man hat verschiedene Stellungen, kann also feiner anpassen, die Flächenbelastung an den jeweiligen Flugzustand und kann dadurch eventuell so ein bisschen mehr Potenzial rausreizen, was man aber halt vorher im aerodynamischen Entwurf so ein bisschen schon liegen gelassen hat. Also hier sieht man zum Beispiel mal den eingefahrenen Zustand. Man sieht auch ganz gut die Schiene im Rumpf, die durch so ein Plastikband abgedeckt wird, sodass es im Prinzip keinen zusätzlichen Widerstand ergibt. Aber zurück auf deine Frage, wie sich das im Flug verhält. Also es ist sehr angenehm zu fliegen. Man hat, wie gesagt, diese drei Stellungen. Das hat mal jemand anders sehr plakativ gesagt. Also im ausgefahrenen Zustand ähnelt das im Verhalten einer K6. Man kann also wunderbar in der Thermik kurbeln. Sehr gutmütiges Flugverhalten. In der Mittelstellung habe ich dann so eine schöne LS4. Und wenn ich dann die Klappe komplett einfahre, dann will der Flieger einfach nach vorne marschieren. Also ist dann deutlich das Rennklasse-Flugzeug zu merken. Also geht schon sehr in Richtung LS6. Was auch erreicht werden konnte, wahrscheinlich halt durch diese gute Führung, dass die Bedienkräfte relativ gering sind. Also der Michael hat ja schon angedeutet, bei der FS29 war es das Problem, dass diese ständige Bedienerei recht anstrengend werden kann, wenn man da ständig an diesem Hebel ein- und ausfahren muss. Das ist hier bei der D40 halt weniger oder deutlich weniger. Also es ist vergleichbar zu einer Wölbklappenhebel. Also der Kraftaufwand zum Umstellen ist nicht viel größer als bei so einem typischen Wölbklappenflieger. Und damit ist es meiner Meinung nach relativ gut handelbar, dass ich halt, wenn ich in die Thermik einkreise, einfach die Stellung der Klappe sofort ändern kann. Der nächste Entwicklungsschritt, den Johannes natürlich jetzt schon vorweggegriffen hat mit dem Beispiel aus Stuttgart mit der FS36, ist natürlich das Ganze nicht mechanisch oder nicht handgesteuert zu machen, sondern dass man das natürlich automatisieren könnte. Und wenn man das natürlich dieses ganze stufenlos verfahren würde und das irgendwie rechnergesteuert machen könnte, wäre das natürlich nochmal ein Riesenvorteil, dass man quasi wirklich immer die Klappe in der optimalen Stellung hat und man immer zum jeweiligen Flugprofil auch die optimale Stellung hat. Das ist so in meinen Augen auch
wo der Trend die nächsten Jahre hingehen wird. Sowohl bei Wölbklappen, aber auch, falls jemand nochmal solche Flügelvariable oder variablen Flügelgeometrien realisieren wird. Wäre mein Eindruck, dass man das immer mit den jetzigen Mitteln versucht zu automatisieren und dann immer den optimalen Betriebspunkt einstellen kann. Ja, vielen Dank. Nachdem wir die Tragflügel jetzt wirklich vollständig ausgereizt haben, würde ich mich jetzt etwas den Rümpfen widmen. Johannes, du hast so ein bisschen vorhin schon angesprochen, Simulationsmöglichkeiten. Wenn man von den Simulationsmöglichkeiten jetzt mal weggeht und einfach ganz plakativ sagt, was muss ich denn machen, um einen guten Rumpf zu bauen oder den zu optimieren? Ja, eigentlich bin ich fast der Falsche für diese Frage, weil der Rolf hat nämlich Anfang der 80er Jahre, soweit ich das weiß, ist das korrekt, in Delft eine umfangreiche Windkanalkampagne auf die Beine gestellt und dabei, ich glaube, 4 verschiedene Rumpfgeometrien vermessen. Ist das korrekt? Ich habe das jetzt nicht mehr recherchiert. Ja, es waren 3 Rümpfe mit jeweils drei Positionen des Flügels am Rumpf. Genau. Also eigentlich waren es insgesamt 9. So der Vorgänger, sozusagen der Urahn der MÜH 31 waren diese Untersuchungen. Ja, grundlegend ist es, wenn ich jetzt einen Rumpf isoliert betrachte und unter den damaligen Möglichkeiten musste man das, also zumindest simulativ konnte man nicht viel anderes machen. Unter den damaligen Möglichkeiten, wenn ich einen Rumpf isoliert betrachte, dann ist das ein Optimierungsproblem ähnlich wie beim Profil. Also das heißt, man versucht zum einen möglichst lange laminare Laufstrecken zu erreichen. Das ist ja insofern nur bedingt möglich, weil die laminare Laufstrecke natürlich begrenzt ist. Also man spricht davon der sogenannten Lauflängen-Reynolds-Zahl. Irgendwo ab einer gewissen Länge kann die Strömung nicht mehr laminar bleiben und schlägt dann um. Und dann versucht man dahinter so viel, die Oberfläche so klein wie möglich zu machen, damit der turbulente Reibungswiderstand möglichst wenig Oberfläche hat anzugreifen. Das heißt, man optimiert sozusagen die Einschnürung. Die darf man allerdings auch wieder nicht zu stark machen bei einem Rumpf, weil sonst gibt es eben Ablösungen an der Stelle, wenn die Ablösung zu stark ist. Was man früher eben nicht betrachten konnte, war vor allem der Einfluss des Flügels und der ist doch enorm. Also ohne moderne Simulationsmöglichkeiten, sprich zumindest Panelverfahren mit Grenzschichtrechnung oder eben auch Navier-Stokes, also Rahnsrechnungen, also das, was man heutzutage unter CFD kennt, ohne diese Simulationsmöglichkeiten ist es schwierig. Und auch mit CFD, interessanterweise, CFD gibt es ja schon sehr lange, aber was man landläufig jetzt nicht weiß, ist, dass diese Transitionsberechnung, da gibt es erst seit circa 10 Jahren relativ schnelle und zuverlässige Methoden an der Stelle. Also das heißt, dieses Forschungsfeld ist noch relativ jung. Um da aber trotzdem mal so ein Beispiel zu nehmen, wie zum Beispiel ein sehr, sehr schöner Rumpf aussehen könnte, haben wir die FS 31 der Ackerfliege Stuttgart gewählt. Die ist 1981 das erste Mal geflogen. Da sieht man schön den stark aerodynamisch eingeschnürten Rumpf, hatte als erstes Flugzeug ein Kohle-Aramid-Schaumstoff-Sandwich. Also diese Minimalrumpfe haben in der Ackerfliege Stuttgart, wir haben das bei der FS-29 vorher schon gesehen, die haben eine längere Tradition. Wir haben jetzt trotzdem mal die FS-31 rausgegriffen, eben weil sie das so schön symbolisiert und weil sie eben als erstes Flugzeug dieses Kohle-Aramid-Schaumstoff-Sandwich hatte. Das erhöht eben die Sicherheit, weil man dadurch ein ganz schalen Cockpit realisieren kann. Michael, ich glaube, du hast sogar an der FS-31 mitgearbeitet. Warum hat die FS-31 denn so einen besonderen Rumpf? Na, ich war bei der FS-33 dabei. Die FS-31 war mein Schulflugzeug. Es ist natürlich das schönste Flugzeug der Welt, wenn man drin fliegen gelernt hat. Weil wir jetzt die Minimalrümpfe von der Ackerfliege Stuttgart angesprochen haben, vielleicht können wir noch mal kurz die FS-25 anschauen. Mit ihr hat das alles angefangen. Ja. Das ist ein zierliches 15-Meter-Flugzeug, extrem leicht gebaut
Und man sieht hier schon, also hinter dem Cockpit wird der Rumpf zusammengeschnürt zu einer sehr zierlichen Rumpfröhre. Damals haben wir in der Akademie Stuttgart eben auch Untersuchungen gemacht im Windkanal an verschiedenen Rümpfen und ist auf diese Rumpfform gekommen. Später für die FS-29 hat man nochmal Untersuchungen gemacht. Diesmal Rümpfe mit Flügeln dran an verschiedenen Positionen. Und da ist man dann dazu gekommen, okay, es wird wohl ein bisschen, man muss ein bisschen mit der Einschnürung zurückgehen. Und man hat aber auch versucht, da die optimale Flügelposition da eben auch zu finden. Und wir haben jetzt schon gehört vom Rolf, der Rolf hat in Delft das Ganze nochmal untersucht. Warum, fragt man sich, warum muss man denn da eigentlich so fürchterlich viel immer untersuchen im Windkanal? Kann man da nicht einfach mal die beste Lösung finden? Aber es ist eben sehr schwierig, im Windkanal sowas auszumessen. Man kann bei einer Profilmessung den Druck in der Nachlaufstelle messen und kann da relativ gut auf den Widerstand kommen. Bei so einer dreidimensionalen Kontur, da hilft einem eigentlich nichts anderes, als dass man das mit Wagen misst. Und da muss man halt, da gibt es immer viele, viele Fehlerquellen und die Kräfte sind relativ gering, die man da misst, oder die Unterschiede zwischen den Kräften sind relativ gering. Das heißt, das ist schon einmal schwierig und man hat dann halt nicht den Einfluss, wie der Johannes das vorhin gesagt hat, man hat nicht den Einfluss, man kann jetzt zwar vielleicht den Druck und den Reibungswiderstand vom Rumpf optimieren, aber man weiß nicht, was jetzt da mit dem induzierten Widerstand vom Flügel passiert. Also diese ganze Optimiererei, die ist immer sehr schwierig und man sieht, dass es da verschiedene Schulen sich da ausgeprägt haben. Aber jetzt nochmal kurz zur FS-31 jetzt zurück. Die FS-31 steht da eben in dieser Tradition dieser eingeschnürten Rümpfe. Aber eben, wie gesagt, das Besondere an der 31 ist wahrscheinlich doch mehr die Struktur. Als das Projekt angefangen wurde, da kamen diese neuen gelben Fasern auf, Kepler-Fasern, Aramid, also oder auch anderer Name Aramid-Fasern, die eine extrem hohe Zugfestigkeit haben, aber praktisch keine Druckfestigkeit, die außerdem sehr hohe Wasseraufnahme haben, die empfindlich sind auf UV-Bestrahlung und man musste da sehr wenig darüber. Und da in der Zeit sind in Stuttgart eben sehr viele Untersuchungen, Materialuntersuchungen von Kepler gelaufen und es führte eben dazu, dass man das muss man noch dazu sagen, die Flügel, die man hier sieht, die waren bei dem Projekt vorgegeben. Das heißt, durch diese Flügel war auch vorgegeben, dass das Leergewicht von dem Flugzeug sehr gering sein musste. Das heißt, man war da angewiesen, darauf wirklich ein niedriges Gewicht zu bauen. Gleichzeitig wollte man eine hohe Sicherheit, weil man da ja schließlich ein Schulflugzeug baut. Und hat sich das mit den Kepler-Fasern eben angeboten. Man hat dieses als Decklagen Kohle und sozusagen als Sandwichkern das Kepler. Und es gibt eben eine sehr beulsteife, sehr leichte Struktur, die aber auch im Crashfall sehr viel Energie aufnehmen kann. Und als zweites, was die 31 auszeichnet, ist, dass man üblicherweise baut man da den Rumpf aus einer linken und einer rechten Halbschale, was dazu führt, dass eben durch den ganzen Rumpfquerschnitt da so eine Klebenaht ist, die erstens Gewicht kostet, weil man eben eine Aufdopplung hat mit einem Dickhass dazwischen und zum anderen ist immer das Risiko, dass die in einem Crashfall aufplatzen kann und man halt dann eben relativ ungeschützt da sitzt. Und das hat man bei der 31 anders gemacht, da hat man die Trennung horizontal gemacht, man hat eine Unterschale und eine Oberschale und im Bereich vom Cockpit gibt es eben überhaupt keine Trennung, weil das eben alles in der Unterschale ist. Und das ist so die besonderen Clues von der 31. Später, das sieht man hier auch, wenn man ganz genau auf dem Bild hinschaut, später hat man dann eben noch im Flug Verbesserungen, also versucht, den Rumpflügelübergang noch zu verbessern, auszurunden. Und man hat eben da auch festgestellt, dass es da starke Ablösungen gibt im Langsamflug. Und wenn man genau hinschaut, so in der Mitte von der Flügeltiefe, ganz am Rumpf, da sieht man so zwei schwarze, dunkle Punkte. Und das sind Vortex-Generatoren, die man dahin geforscht hat und die da auch nochmal das Überziehverhalten verbessert haben. Und da darf natürlich die Ackerfleck Stuttgart ein bisschen mit den Hosenträgern schnalzen. Die 31 ist quasi das Urmodell gewesen für das, was später mal die ASA 25 geworden ist. Etwas größerer Spannweite
Und aus der ASA 25 ist ja irgendwo mal ein ETA-Rumpf abgeleitet worden und vielleicht auch mal eine ASA 25 EB. Also die 31, die hat da schon eine ganz gute Karriere hingelegt. Holger, willst du vielleicht ein bisschen darauf eingehen, warum diese Technik des Minimalrumpfes trotzdem nicht überall zum Standard geworden ist? Ja, mache ich gerne. Und zwar ein bisschen wurde es ja eben auch schon durch Michael angedeutet. Er ist da ja schon auf das Crash-Verhalten eingegangen mit der Kevlar-Struktur. Und das ist halt ein generelles oder eine generelle Aufgabe des Rumpfes, eine Crash-Sicherheit für die Insassen darzustellen. Das heißt, die Struktur soll möglichst viel Energie absorbieren im Falle eines Crashes und so den Piloten oder die Besatzung vor hohen Beschleunigungen schützen, wenn der Struktur halt die ganze Energie aufnimmt. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch, wenn ich jetzt möglichst kleinen Bauraum wähle mit möglichst wenig Fläche, wo natürlich auch wenig Material drin ist, dann habe ich wenig Knautschzonen und ich habe auch wenig Material, was ich verformen kann oder was Energie aufnehmen kann. Das widerspricht sich also so ein bisschen diese Anforderung, dass ich aerodynamisch einen möglichst geringen Rumpfquerschnitt haben will, wobei ich aber von der Festigkeitsseite, von der Strukturseite lieber einen etwas größeren Rumpf habe und vielleicht auch eine gewisse Knautschzone vorne noch einbauen würde, damit ich einfach im Falle eines Unfalls Energie absorbieren kann. Ein anderer ganz praktischer Punkt ist, Minimalrumpf bietet halt nicht immer ausreichend Platz für jeden Piloten. Also jeder kennt sicherlich im Verein einen Piloten, der etwas größer ist und der dann immer ein bisschen Probleme hat, in so enge Flieger reinzupassen. Und dann geht immer die große Diskussion los, welcher Fallschirm ist jetzt ideal für diesen Flieger, passe ich da überhaupt rein? Dann werden da irgendwelche Kopfstützen ausgebaut, damit man trotzdem in den Flieger passt. Also das widerspricht sich so ein bisschen. Wenn ich ein sehr enges, kleines Cockpit baue, dann passt halt nicht mehr jeder Pilot rein. Und gerade Hersteller müssen natürlich dran denken, dass sie einen möglichst breiten Kundenkreis ansprechen können und deswegen können die einfach nicht so einen maßgeschneidert kleinen Rumpf bauen. Das wäre einfach kommerziell nicht immer sinnvoll. Was man natürlich auch bedenken muss bei so Minimalrumpfen, die dann schnell eng werden, ist halt die Ergonomie für den Pilot. Ich muss natürlich auch die ganzen Steuerungen, Klappenhebel und so weiter unterbringen in meinem Cockpit. Und wenn ich jetzt den Cockpitraum zu sehr einschränke, dann wird das relativ schwierig, das wirklich ergonomisch sinnvoll einzustellen oder anzuordnen. Ich glaube, jeder kennt so ein paar Flugzeuge, gerade auch aus der älteren Generation, wo Konstrukteure das auch mal übertrieben haben mit den sehr weit liegenden Sitzpositionen, wo man dann aber gar nicht mehr ans Instrumentenbrett kommt, um irgendwelche Instrumente oder das Funk umzustellen. Ich glaube, da kennt jeder so ein, zwei Beispiele. Und generell ist es natürlich auch, man sollte überhaupt bequem ein- und aussteigen können. Und das ist vor allen Dingen der Ausstieg. Muss man natürlich auch an den Notausstieg mal denken. Der muss auch gewährleistet sein. Das ist halt auch in der Bauvorschrift gefordert, dass man da im Fall des Falles halt den Ausstieg machen kann. Und man kann also nicht das Cockpit so eng zusammenbauen, dass diese Punkte nicht mehr erfüllt werden können. Ja, und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, bei so ganz starken Einschnürungen, die direkt hinter dem Pilotensitz anfangen mit der Einschnürung, ist natürlich auch konstruktives Problem. Wo bringe ich eigentlich das Fahrwerk unter? Wir haben ja bei den modernen Fliegern eigentlich immer ein Einziehfahrwerk und wenn ich dann eine sehr starke Einschnürung mit so ganz engen Rumpfröhren habe, dann wird es manchmal auch sehr kompliziert, dort das Fahrwerk unterzubringen und ich erkaufe mir halt den einen Vorteil wieder mit neuen Problemen, Anordnung, Fahrwerk und das Fahrwerk wird eventuell schwerer, weil es einen großen, komplizierten Klappmechanismus haben muss. Vielen Dank. Johannes, du hast dich ganz viel mit Rumpfgeometrien schon beschäftigt. Was ist denn deiner Meinung nach die beste Rumpfgeometrie? Ja, das ist eben ganz schwierig zu beantworten. Wir haben eben versucht,
oder meine Vorgänger genauer genommen, bei der MÜ31, diese Fragestellung schon zu adressieren. Vielleicht muss man da erstmal drauf eingehen, was so die Probleme beim Rumpfflügelübergang sind. Also vielleicht stelle ich nochmal kurz die MÜ31 vor. Also das ist eben der neueste fliegende Prototyp von der AKFlieg München. Projektstart, also die ersten Untersuchungen sind noch im alten Jahrtausend passiert, wie es oft ist bei den AKFliegs, dauern die Projekte doch immer länger als ursprünglich geplant. Und so der Ausgangspunkt der Untersuchungen waren eben die Untersuchungen vom Rolf. Aber das Neue bei der MÜ31 ist, also sie hatten einen völlig neuen Rumpfflügelübergang, Luc Burmans hat immer gesagt, also die MÜ31 hat den ersten echt designten Rumpfflügelübergang. Kann ich so nur unterstreichen. Also der Rumpflügelübergang wurde mit einem Panelverfahren gerechnet. Um die MÜ31 ein bisschen zu beschreiben, müssen wir ein bisschen auf die Problemstellungen eingehen, die durch so einen Rumpfflügelübergang entstehen. Also zum einen auf dem Bild, was man hier sieht, ist der Umschlag von Laminar auf Turbulent passiert normalerweise so in etwa an der dicksten Stelle des Rumpfes. Und das heißt, am Flügel kommt schon turbulente Luft oder turbulente Strömung an und die Umschlaglinie, die hier mit Transition bezeichnet ist, die ist am Rumpfflügelübergang wird die sozusagen nach vorne gezogen und der turbulent umströmte Bereich wird größer. Und turbulente Strömung hat noch einen zweiten Effekt, und zwar die turbulente Grenzschicht, die liegt stärker auf wie laminare Grenzschicht, und wenn man jetzt ein Laminarprofil zum Rumpf hinbaut, dann hat es im hinteren Bereich einen stärkeren Druckanstieg und durch die dickere turbulente Grenzschicht ist das ablösegefährdet. Das ist dann in dem Bereich, wo hier auf dem Bild Vortices steht. Also das heißt, wenn man ein Laminarprofil ganz zum Rumpf hinbaut, dann wird es da im hinteren Bereich ablösen. Und das ist auch mit dieser Umschlagslinie dargestellt, also diese Separationslinie. Der zweite Effekt ist noch, dass der Rumpf sozusagen auch die Strömung um den Flügel beeinflusst und der Anstellwinkel rumpfnah etwas größer wird. Und das beeinflusst das nochmal ungünstig. Was man da macht, ist zum einen, also das haben wir auch bei der MÜ31 gemacht, dass man zum Beispiel in Rumpfnähe Profile verbaut, die auf die turbulente Anströmung ausgelegt sind. Also langläufig gesagt turbulente Profile. Und das ist das eine. Das andere, man kann noch mit der Schränkung spielen. Das heißt, man verdreht die Profile in Rumpfnähe. Das ist so mal der Aerodynamiker sagt das viskose Problem, sprich das Problem, was der Rumpflügelübergang für die Grenzschicht bedeutet, also Ablösungen und Umschlag. Das andere ist das sogenannte inviskose Problem. Wenn wir vielleicht eine Folie weitergehen können, da geht es um den induzierten Widerstand. Und zwar, der Rolf hat vorher schon mal erwähnt, sozusagen für einen planaren, also geraden Flügel ohne Winglets wäre eine elliptische Auftriebsverteilung die Auftriebsverteilung mit dem geringstmöglichen induzierten Widerstand. Das ist hier dargestellt, also was hier dargestellt ist auf der X-Koordinate ist sozusagen die Spannweitenrichtung. Deswegen hört das Diagramm auch bei 7,5 auf, weil das ist die Halbspannweite. Und bei 0 ist sozusagen der Rumpf, also wir schauen uns hier nur eine Seite der Auftriebsverteilung an. Und nach oben aufgetragen ist der lokale Auftrieb oder auch die Zirkulation. Und die Linie mit den quadratischen Markierungen ist sozusagen der Flügel alleine. Und die anderen beiden Markierungen sind zwei verschiedene Modelle aus dieser ersten Vorstudie zum MÜ31. Dieses Model 1 mit dem stärksten Auftriebseindruck in Rumpfnähe zur Mitte hin, das war sozusagen eine relativ konventionelle Mitteldecker-Konfiguration und die hat einen sehr starken Auftriebseinbruch.
Und Auftriebseinbruch heißt, an der Stelle entsteht ein Doppelwirbelpaar, ein Wirbelpaar, das gegenläufig dreht. Und in diesem Wirbelpaar steckt natürlich Energie drinnen. Und die Energie kommt wiederum aus dem Luftwiderstand vom Segelflugzeug und das Segelflugzeug sinkt dadurch stärker. Wenn ich es jetzt schaffe, diesen Auftriebseinbruch etwas abzumildern, zum Beispiel durch Aufschränkung, geänderte Profilierung oder auch größere Flügeltiefe, wie wir es zum Beispiel bei der Concordia oder beim Nixus-Projekt sehen, dann kann ich diesem Auftriebseinbruch etwas entgegenwirken. Dieses Wirbelpaar wird kleiner, weniger induzierter Widerstand. Also der Interferenzwiderstand ist sozusagen immer, ja, da spielen alle Effekte zusammen. Der induzierte Widerstand und auch die viskosen Widerstände, also der Druckwiderstand und der Reibungswiderstand. Ja, was haben wir jetzt bei der MÜ 31 anders gemacht? Wenn wir vielleicht auf die nächste Folie gehen. Ja, man sieht es schon am linken Bild, also das ist jetzt so eine CFD-Simulation mit einem Panelverfahren, mit VS Aero gerechnet. Man erkennt hinten im Nachlauf auch dieses Doppelwirbelpaar, also der Rumpf ist da und man kriegt diesen Auftriebseinbruch nicht ganz weg. Allerdings ist der bei der MÜ 31 deutlich geringer als bei einem anderen Flugzeug oder bei konventionellen Mitteldecker-Konfigurationen. Und dadurch ist eben auch der induzierte Widerstand etwas geringer. Man sieht es auch, dass das Profil zum Rumpf hin aufgeschränkt ist und dadurch erzeugen wir lokal etwas mehr Auftrieb und verringern so auch diesen induzierten Widerstand. Ja, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Man muss verdammt aufpassen, dass bei so einem Rumpfflügelübergang dann nicht andere Widerstände, also irgendwelche Ablösungen oder große turbulente Zonen für diese Vorteile aus dem induzierten Widerstand wieder überkompensieren. Und in den ersten Entwürfen von der MÜ 31 war das auch so, also auf der rechten Seite ist jetzt mal einer der ersten Entwürfe dargestellt von der MÜ 31 und das Problem war, also die Farben sind sozusagen der Druck und was die Strömung nicht mag, ist starke Druckgradienten, also starke Druckanstiege, genau gesagt. Also sprich ein schneller Wechsel in Strömungsrichtung von Rot zu Grün. Und genau das ist hier passiert, das ist so eine Art Diffusoreffekt, der hier aufgetreten ist. Und das heißt, man muss sowohl den Flügel an den Rumpf anpassen, als auch den Rumpf an den Flügel. Und genau das ist bei der MÜ 31 geschehen. Man hat diesen Diffusor sozusagen rausgebügelt. Man hat schon vorne, die Haube hat sogar schon so eine Delle, sodass dieser Druckanstieg geringer wird. Auch der Rumpf wurde dann nach hinten noch etwas verlängert und die Druckverteilungen speziell angepasst. Wenn wir vielleicht auf die nächste Folie gehen, da sehen wir dann die MÜ 31 im Fluge, kann man das vielleicht ein bisschen erkennen. Beim rechten Bild, also die Bilder sind beim Erstflug entstanden, dort wo der Pilot sitzt, dort hat die Haube so eine Delle, also tatsächlich einen leicht konkaven Bereich, wo sozusagen die Strömung schon vorkonfektioniert wird dafür, dass da jetzt der Flügel kommt oder die Verschneidung mit dem Flügel ist. Ja, so viel dazu. Also die MÜ 31 ist eben noch mit einem Panelverfahren gerechnet. Mit moderneren CFD-Methoden kann man da vielleicht noch ein bisschen genauere Einblicke gewinnen, was da passiert. Aber ich glaube, die MÜ 31 ist an der Stelle schon ein sehr ausgeklügeltes Design, was den Rumpfflügelübergang anbelangt. Und hoffe, dass wir dann dieses Jahr aufs Idaflieg Sommertreffen gehen können, wenn es die Situation erlaubt, und den Flieger im Detail vermessen können und dann wirklich eine Aussage treffen können, wie viel besser oder hoffentlich besser es ist wie das Schwesterflugzeug IFU-27, der eben die MÜ 31 hat. Man muss allerdings auch einfach mal dazu sagen, die MÜ 31 sieht einfach wahnsinnig schön im Flug aus. Wir nähern uns so ganz langsam dem Abschluss des Vortrages. Sprich, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr gerne stellen wollt, dann wäre jetzt exakt der richtige Zeitpunkt. Wir haben uns jetzt zuerst mit der Optimierung von Flügeln beschäftigt, dann mit der Optimierung von Rümpfen und sind jetzt sogar noch auf die Optimierung von einem Rumpfflächenübergang eingegangen.
Rolf, was wir so ein bisschen gelernt haben, ist, dass der Segelflugzeugentwurf ein Optimierungsproblem eines Gesamtsystems ist. Kannst du vielleicht nochmal die Vorteile, die durch moderne numerische Simulationsmethoden entstehen, nochmal zusammenfassen? Ja, ich denke schon. Das kam auch, glaube ich, schon ganz deutlich aus den einzelnen Beiträgen heraus. Um Fortschritte zu machen bei diesem sehr schwierigen Problem, das Johannes schon ganz anschaulich gemacht hat, also der Flügel muss sozusagen an den Rumpf angepasst werden und gleichzeitig muss der Rumpf an die Strömung des Flügels angepasst werden. Das ist nicht mehr einfach nur hin und her schieben, sondern sozusagen alles muss aufeinander abgestimmt werden. Braucht man hochwertige numerische Simulationsmethoden, um das zu bewältigen, also um den Reibungswiderstand im Griff zu halten, um den Druckwiderstand im Griff zu halten und gleichzeitig alles, auch die Strömung richtig zu haben, das heißt die Transition laminar-turbulent richtig zu berechnen, denn die entscheidet, was für eine Grenzschicht ankommt auf den Flügel-Rumpf-Übergang und das an Rumpf und Flügel richtig zu machen. So, und dann gibt es noch eine weitere Schwierigkeit, die noch nicht angesprochen wurde, denn so ein Segelflugzeug darf ja nicht nur in einem Punkt gut sein, sondern muss im Schnellflug und im Langsamflug gut sein. Und der induzierte Widerstand muss im Schnellflug und im Langsamflug gut sein, der Reibungswiderstand muss im Schnellflug und im Langsamflug möglichst gering sein. Das geht nur, wenn man eine zuverlässige Methode hat, um das zu beschreiben und zu berechnen. Und da sind wir jetzt gerade so weit, dass man zuverlässige Methoden hat, um die dreidimensionale Strömung einschließlich Transition laminar turbulent zu beschreiben. Dass man eine effiziente Methode der Oberflächenparametrisierung hat, also überhaupt das Dreidimensionale richtig von der Oberfläche parametrisiert zu beschreiben, sodass man auch die richtige Form finden kann. Dass die Parameter, die man hat zur Geometriebeschreibung, überhaupt in die Nähe der optimalen Form kommen können. Und drittens braucht man dann ein gutes Modell, dass die Taktik und den Flug des Segelflugzeugs, Führers, unter verschiedenen Bedingungen beschreibt. Und dann braucht man natürlich das Interesse einer Firma dahinter, die sagt, so soll das Produkt sein, das soll es können, es soll auf Wettbewerben gut sein, es soll auch lange Flüge ermöglichen, also einen ausgewogenen Gesamtentwurf ermöglichen. Und wenn man das alles in ein numerisches Modell und in ein Optimierungsproblem packt, kann man sich vorstellen, dass das auf einem Superrechner dann auch zu bewältigen ist. Und insofern ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um dieses schwierige Problem der letzten Optimierung eines solchen Flugzeugs zu erledigen, mit meinetwegen Wochen oder einen Monat Berechnung, um dann auf der Basis hochwertiger Modellierung, hochwertiger Annahmen und des Inputs eines Herstellers, der sagt, so soll das Produkt sein, was ich verkaufen will, das dann zu erledigen. Und ich hoffe sehr, dass wir demnächst mal eine solche numerisch optimale Form finden, die zeigt, dass da ein Potenzial steckt, was man noch heben kann. Super, um da nochmal auf die akademischen Fliegergruppen so ein bisschen einzugehen. Wir haben jetzt heute nur ein paar beleuchtet, wir haben nicht alle beleuchtet. Es lohnt sich aber wirklich absolut auch die anderen AK-Fliegs anzugucken, die heute nicht genannt wurden. Ich kann da unsere Website empfehlen, www.idafliegt.de. Da findet man die aktuellen Projekte, wird verlinkt. Das sind eigentlich alles Methodiken, die derzeit in den Gruppen angewandt werden, wo derzeit geforscht wird. Was sich so ein bisschen geändert hat zu dem, sage ich mal, zum letzten Jahrhundert, ist, dass man heutzutage eben mehr simuliert und deswegen längere Entwicklungszyklen haben. Das geht alles nicht mehr so schnell, wie was wir jetzt vorhin gelernt haben, dass ein Flugzeug vielleicht in 3 Jahren zum Erstflug gebracht wird oder so. Das ist heute eher nicht mehr möglich, aber wir sind schon immer noch genau da, dass wir eben genau an diesen Punkten forschen. Damit würde ich zur Beantwortung der Fragen gehen. Ich stelle die Frage einfach euch in die Runde rein und derjenige von euch, der sich angesprochen fühlt, darf sich dann sehr, sehr gerne damit beschäftigen. Dampfnudel fragt: Wird bei der Flugzeugentwicklung noch Werkstoffforschung betrieben oder sind Faserverbundwerkstoffe ausgereift? Na, ich glaube, die Hersteller schauen dann nochmal schon, was in steiferen Fasern für Potenzial steckt. Ich meine, wir haben es angesprochen, die Flügel werden immer dünner, schlanker, Flächenbelastungen sollen hochgehen, also die Kohlenstofffaser, die wir jetzt im Augenblick eigentlich standardmäßig verwenden, die ist eigentlich schon lange nicht mehr Stand der Dinge. Es ist einfach nur so,
dass wir für diese Kohlenstofffaser unglaubliches Wissen haben, was Fatigue und Lebensdauerverhalten betrifft. Und das ist eben etwas, was man erstmal ungern abgibt, aber wo jetzt schon auch langsam an der Zeit ist, dass man da auch wieder einen Schritt weiter vorangeht. Also dazu kann ich noch sagen, dass aktuell bei der aktuellen Prototypen der Agafic Darmstadt, der D45, mit Prepex ausgelegt wird. Also Prepex sind eine andere Form von Laminaten, das heißt, sie sind schon vorimprägniert, sind zwar auch noch Kohlenstofffasern, aber die Bauweise wird sich dadurch zum einen ändern, als auch die Reproduzierbarkeit, wie man gewisse bauliche Streuungen reduzieren kann, und allein dadurch erhofft man sich halt auch noch den Werkstoff ein bisschen weiter auszureizen. Also das ist auch noch ein Ansatz, der zum Teil bei anderen Flugzeugen und auch im Großflugzeugbau auch schon angewendet wird. Und der halt jetzt irgendwann auch Einzug in den Segelflugbau halten könnte. Hermann Reutinger, ist es möglich, ein Tragflügelprofil für mehrere Einsatzbereiche zu optimieren, beispielsweise VTOLs, Stahlflügel und rotierende Flügel? Also ich denke, ein einzelnes Tragflügelprofil für solche unterschiedlichen Anwendungen zu optimieren, ist eigentlich keine gute Idee, weil man dann ein suboptimales Gesamtergebnis erhält. Es hängt immer, also Tragflügelprofile sind deswegen so unterschiedlich geworden im Laufe der Zeit, weil sie immer jeweils für eine vorgegebene Mission gemacht werden. Und deswegen, also die Tragflügelprofiloptimierung ist technisch nicht allzu schwierig. Und ehe man jetzt versucht, sozusagen ein Profil für die ganze Welt zu machen, ist es immer besser, mit denjenigen zu reden, die tatsächlich diese Mission haben wollen und eine Idee vor Augen haben, wie das Fluggerät aussehen könnte und was, wie viele Leute da mitfliegen und so weiter dieser Art. Und dann mit klaren Vorgaben das Profil zu optimieren. Sebastian Müller, wie wird der Umschlagpunkt der Ablösung am Profil ermittelt? Kann trotz integriertem Turbulatoren Zackenband effizienter sein? Ja, also normalerweise, zum einen wird das simulativ erledigt, also sprich, man simuliert das Profil, da gibt es schon sehr ausgereifte Methoden bei 2D-Strömungen. Das heißt, man kann schon eine sehr gute Ahnung, wo die Strömung umschlagen wird. Also rein aus der Simulation raus und experimentell, also sprich, man verlässt sich da natürlich nicht auf die Simulation. Am Profil wird das normalerweise auch schon im Windkanal, wenn ein neues Profil entwickelt wird, wird normalerweise ein Windkanalversuch gemacht und dann wird auch im Windkanal schon gemessen, wo liegt die natürliche Transition, wo müsste der Turbulator liegen, dann werden Turbulatorpositionen optimiert im Windkanal und das Ganze macht man dann auch nochmal am Flugzeug und da kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Das eine ist ein Anstrichbild, also man trägt eine Farbe auf den Flügel und man kann anhand dessen, was man da an der Farbe dann sieht, wie sich die Farbe der Strömung anpasst, ein bisschen Kaffeesatzleserei, also nicht im wirklichen Sinne, also man kann dann sehr genau sehen, wo schlägt die Strömung um oder wo ist eine Ablöseblase. Oder was es auch gibt, sind modernere Methode, ist mit einer Infrarotkamera kann man auch bestimmen, wo der Umschlag stattfindet, weil turbulente Strömung die Oberfläche stärker abkühlt wie Laminare. Und dadurch, wenn der Flügel an einer Stelle kälter ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dort die Strömung turbulent ist. So wird es in etwa gemacht. Interessanterweise ist es aber so, dass wir feststellen, dass der Turbulenzgrad der Luft auch nicht immer der gleiche ist und manchmal eigentlich auch ein gutes Stück höher ist als das, was wir im Windkanal messen. Und es kann auch schon manchmal sein, dass man, um einen wirklich optimalen Turbulatorposition zu haben, man durchaus vielleicht auch ein Stückchen weiter hintergehen kann, als man das ursprünglich gedacht hat, weil die Luft schon turbulenter ankommt. Also das ist gerade ein Forschungsgebiet, da ist zum Beispiel
Bei uns in Stuttgart am Laminarmin-Kanal wird da gerade nachgeguckt. Ein Forschungsgebiet. YY fragt, Klappenprofile sind heutzutage sehr gutmütig und wenig fehleranfällig. Ließen sich mit Wölbklappenautomatik riskantere Klappenprofile mit mehr Leistung entwickeln? Ich denke schon, dass man bei automatisierten Klappenfahren, und da gibt es ja, wie schon gesagt wurde, diverse Projekte auf der Welt, die darauf abzielen, da auch noch das weitere, das nächste Stufe zu erreichen, dass man dann auch die Wölbklappenprofile etwas schärfer auslegen kann, wenn man durch ein Wölbklappenfahren, ein genaueres Wölbklappenfahren mehr rausholt. Allerdings glaube ich, dass der Vorteil des automatischen Wölbklappenfahrens eher darin liegt, dass man genauer die Wölbklappe fährt und das regelmäßige Vergessen des Piloten oder auch die Abgelenktheit des Piloten, seine Wölbklappe genau zum richtigen Zeitpunkt zu fahren, dass man das umgeht. Also da ist sicherlich das größere Potenzial in diesem menschlichen Wechselwirkung mit der Maschine zu sehen in einem 8-stündigen Flug, als in dem relativ kleinen Verbesserungspotenzial das Profil noch ein bisschen schärfer auszulegen. Super. YY ist auch, will explizit die Meinung zum Projekt Nixus wissen. Da kann ich ihm sagen, am besten vielleicht noch eine Woche warten, dann können wir das vielleicht einfach direkt und näher beantworten. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Ich würde dann zu MikeMike88 gehen. Ist die Profilentwicklung ausgereizt? Drücken andere Aspekte, zum Beispiel Interferenzwiderstand, Restwiderstand, mehr in den Fokus? Na, ich glaube, mit der Profilentwicklung schon ziemlich weit fortgeschritten, dass wir uns irgendwo weit, dass es wirklich nur noch so um Prozente geht und man in den hinteren Nachkommastellen versucht, was zu optimieren. Also ich glaube, es wird in die Richtung gehen, dass man jetzt versucht, dass da, wo man noch Kompromisse hin und her schieben kann, dass man da dann eher genau schaut, wie fliegen eigentlich die Piloten, wie wird geflogen, wie sind die Aufgaben. Aber ich glaube, der große Schritt, den wir bis jetzt immer erlebt haben, jedes Mal, wenn die Entwurfsverfahren ein Stückchen besser geworden sind, dass man dann da auch wieder einen Schritt vorangegangen. Also das sehe ich, glaube ich, gerade im Augenblick nicht. Ja, ich glaube auch, dass man mehr rausholen kann heutzutage, wenn man stärker disziplinenübergreifend denkt. Also wenn man im Werkstoff noch was holen kann, dann kann man schlankere Rümpfe bauen, weniger umspülte Oberfläche, Fly-by-Wire, automatische Klappenstellungen und Aufgriffsverteilung im Kurvenflug ist zum Beispiel auch so ein Thema, das noch nicht angesprochen wurde. Neben auch die 3D-Strömungssituationen, die man jetzt erstmals vernünftig analysieren kann. Also ich glaube, das ist vor allem eine Sache, wo sich es auch gerade hin entwickelt. Also eben solche Detailprobleme oder auch Ruder an den Kutzen. Antibare Spornrädchen. Spornräder, ja, Michael. Ja. Aber ich glaube, es gibt natürlich, man kennt die Zukunft nicht und man soll nie sagen, es gibt ja noch die Aussicht, dass man, wenn man zu drastischen Mitteln der Strömungsbeeinflussung greift, wie das Absaugen, dass man dann plötzlich den Widerstand eines Profils halbieren kann gegenüber dem Stand heute. Und auch wenn das mit den heutigen Regeln für Segelflugzeugklassen nicht vereinbar ist, wäre man sicherlich kurzsichtig, wenn man nicht in Betracht ziehen würde, dass es vielleicht in der Zukunft auch Regeln gibt, wo zum Beispiel eine gewisse Energiezufuhr während des Fluges durch zum Starten, Landen, aber auch zum zwischendurch Höhe gewinnen, dass dieses vielleicht in zukünftigen Segelflugzeugklassen erlaubt sein wird. Und das öffnet dann auch die Tür dazu, dass man eine bestimmte Energie für das Absaugen der Grenzschicht einsetzt. Ich bin ja immer Optimist, dass die Entwicklung von Fluggeräten nicht aufhört irgendwann oder in einer Asymptote ändert, sondern dass es immer wieder Leistungssprünge gibt und Ideen, wie man Flugzeuge nochmal drastisch verbessern kann. Und das Potenzial dazu ist da.
Ich kann zum Beispiel sehr empfehlen, einfach mal Teile des Rumpfes wegzulassen. Das ist zum Beispiel eine super Idee bei sowas. Aber zur nächsten Frage. The Spam 1924. Welche Leistungssteigerungen sind bei den aktuellen Projekten mit veränderlicher Flügelgeometrie noch zu erwarten? Ja, ich glaube, die Frage zielt ein bisschen auf mich ab. Oder auf, und zwar, ja, also die Chance, die bei veränderlicher Flügelgeometrie da liegt, ist einfach, dass man die, also anders gesprochen, also die Bauvorschrift, die verlangt eine Stallspeed, also Überziehgeschwindigkeit mit vollem Ballast von 90 km/h, und auf diese Forderung werden die Flugzeuge heute knallhart ausgelegt, also mit relativ wenig Marge. Der AS-33 geht da in die Richtung mit einem Profil, das noch ein bisschen mehr Auftrieb liefert und deswegen mit noch mehr Flächenbelastung fliegen kann, wie vielleicht die Konkurrenz. Aber mit so Formvariablen oder eben auch Flächenklappen kann man eben die maximale Flächenbelastung nochmal deutlich steigern. Und das zielt wiederum auch auf die umspülte Oberfläche. Also bei gleicher Abflugmasse hat man einfach weniger umspülte Oberfläche, weniger Reibungswiderstand. Und bei meinem Projekt ist es so, also wir verformen die vorderen 25% des Flügels zusätzlich zur konventionellen Wölbkappe hinten. Man kann dadurch den Auftriebsbeiwert um ca. 25% nochmal steigern und damit eben auch bei dieser Stallspeed-Anforderung die Flächenbelastung nochmal deutlich erhöhen, eben auf so bis zu 70 Kilo pro Quadratmeter. Und das würde im Schnellflug dann natürlich nochmal deutliches Leistungsplus aufbringen. Also die Ideen sind da für Leistungssteigerung, und ich glaube, der Ingenieur, der sagt, es geht nichts mehr, der hat irgendwo schon ein bisschen seinen Beruf verfehlt. Also ein bisschen was geht immer. Ja, das ist meine Meinung. Valerio Odone, wenn man nur die Gleitzahl betrachtet, sind Winglets oder eine gleich große Spannweitenerhöhung besser? Oh. Also habe ich es richtig gehört, ob Winglets oder die gleich große Spannweitenvergrößerung besser ist? Wenn man also nur die Gleitzahl betrachtet. Da bräuchten wir jetzt den Gerhard Weibel an der Stelle. Nee, darüber gibt es eine klare aerodynamische Antwort. Beide sind ähnlich, die Verbesserung, die man mit beiden erzielen kann. Und natürlich ist es auch so, dass deswegen auch beide Varianten an Verkehrsflugzeugen, aber auf anderen Gründen so erscheinen. Und das ist auch bei Segelflugzeugen so. Leider ist die Gleitzahl nicht allzu wichtig bei einem Segelflugzeug, weil man entweder kreisen will und dabei nicht bei der besten Gleitzahl, sondern etwas langsamer kreist. Und im Schnellflug kommt es auch nicht auf die Gleitzahl beim besten, also bei 110 an, sondern eher auf die Gleitzahl bei 150 oder 200 km/h. Und deswegen ist das an der Stelle nicht so wichtig. Und es kommt im Schnellflug bei einem Winglet eher darauf an, dass es auch im Schnellflug nicht bremst und nur im Langsamflug sozusagen eine bessere Steigleistung beim Kurbeln ermöglicht. Das ist eigentlich das Auslegungskriterium für Winglets. Die letzte Frage wird die Abschlussfrage sein. Also wenn ihr irgendwie zum Abschluss noch was sagen möchtet, dann baut es bitte in die Antwort ein. Die Frage kommt von Tessa W. Welche Erfahrungen habt ihr persönlich aus eurer AK-Fliegzeit mit ins Berufsleben genommen? Oh. An alle oder an einen? An alle. Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, also eine Erfahrung, die ich erst dann gemacht habe, als ich meinen Beruf eingetreten habe, ist, dass man, wenn man als Ingenieur arbeitet, vieles von dem, was man an der Uni an akademischen Hintergrund lernt, erstmal abstreifen muss, weil es einfach daran geht, in kurzer Zeit zu Ergebnissen zu kommen, die belastbar sind. Und es geht nicht immer darum, dass man das letzte Quäntchen rauszieht, sondern es ist immer, Leistung ist Arbeit pro Zeit. Und da habe ich schon auch manchmal ein bisschen geguckt, wenn mir der Gerhard, mein Arbeitskollege, da Sachen einfach auf eine etwas, kurze Art und Weise hergeleitet hat, die vielleicht nicht immer hundertprozentig akademisch richtig war, aber die einfach ziemlich schnell ging. Genau, bei mir geht es in die gleiche Richtung eigentlich. Auch wenn ich von meiner Berufstätigkeit Aerodynamiker bin,
habe ich aus der Ackerpflicht mitgenommen, dass es für alles mögliche einfache ingenieurgemäße Modelle gibt, die man eigentlich im Kopf sofort anwenden kann, um auf ein Problem zu reagieren, für das man nur eine halbe Stunde Zeit hat. Und auch dann nicht daneben zu liegen oder nicht stark daneben zu liegen, wenn man nur eine halbe Stunde Zeit hat, um ein Problem in irgendeiner Form einer Lösung zuzuführen. Oder wenn man 3 Tage Zeit hat oder wenn man 3 Wochen Zeit hat, dass man dann mit sinnvollen Antworten einen großen Effekt erzielen kann. Das ist sozusagen ganz ähnlich wie das, was Michael berichtet. Holger und Johannes? Also ich kann noch zusätzlich anfügen zu dem bisher Gesagten, dass die Zeit in der Ackerpflicht halt einen deutlichen Praxisbezug zum Studium hergestellt hat. Also im Studium an der Universität ist relativ theorielastig und durch die Tätigkeiten in der Ackerpflicht hat man immer sofort den praktischen Bezug. Und das war eigentlich aus meiner Sicht eine sehr gute Kombination, dass man schon während des Studiums halt auch den praktischen Bezug zu dem theoretischen Stoff, den man in der Vorlesung gehört hat, finden konnte und so quasi auch ein Gesamtproblem besser hinterfragen und verstehen konnte. Ja, also in meinem Fall, ich muss sagen, also die Zeit in der Ackerpflicht, das war einfach eine super fantastische Zeit. Es sind Freundschaften übergeblieben, die einfach intensiver sind wie alles andere zuvor, die ewig Bestand haben, glaube ich. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit. Wir haben irrsinnig viel gearbeitet, aber auch viel auch gemeinsam in der Freizeit gemacht. Das war eine richtig tolle Zeit. Man hat dann zusätzlich noch seinen Traum verwirklichen können, sozusagen das gemeinsame Flugzeug gemeinsam zu bauen. Und das möchte ich nicht missen. Und ich kann jedem, der irgendwie an ein Studium denkt, nur empfehlen, zur Ackerpflicht zu gehen. Und so ein bisschen abschließen kann man das Ganze mit, also ich weiß nicht, irgendein alter Herr von uns hat das mal gesagt, aber das Sprichwort ist ganz gut. Also die Ackerpflicht ist wie eine gute Kur. Man merkt die positive Wirkung erst im Nachhinein. Und also wie gesagt, echt tolle Zeit. Ja. Und ein Riesennetzwerk nimmt man natürlich auch mit, das muss man einfach so sagen. Also man kennt überall wen, den man irgendwo fragen kann. Also nicht nur in der Luft- und Raumfahrt, auch in anderen Branchen. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch vielen bedanken. Das war ein super spannender Vortrag. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Möchtet ihr noch ein Abschlusswort sagen? In irgendeiner Form? Ja, es ist schwer, das zu überbieten, was Johannes gerade gesagt hat. Ich kann mich nur anschließen. Dann lassen wir das einfach so stehen. Vielen, vielen Dank an euch. Nächste Woche haben wir Professor Paulo Iskold von der California Polytechnic State University über das Nixus-Projekt. Wäre sehr gerne nächsten Freitag um 19 Uhr wieder einschalten. Falls ihr bis dahin Feedback habt oder Kommentare, könnt ihr die gerne an vorstand@idafleet.de schreiben oder eben in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich dann verabschieden, mich fürs Zuschauen bedanken und wir sehen uns nächste Woche an derselben Stelle wieder. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss.